Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen, liebe Freunde von Vier Flaschen zur vierten Vier Flaschen Live-Verkostung. Und ich begrüße recht herzlich, ich kann sie nicht alle aufzählen, aber ein paar muss man, glaube ich, persönlich begrüßen. Brunhild, Maximilian, Bernhard, Anselm, Sabine, Malte, Volker, Michael, Florian, Kai, Steffen, Rudolf, Henrik, Thomas, jetzt wird das hier alles ganz klein auf einmal, Claudia, Alexandra, Ines, Ralf, Michael, Ulrich, Anja, Joachim, Christoph, Eckhardt, Nicole, Jochen, Maja, Iris, Johannes, Christian, Linus, Maren, Oliver, Carsten, Anja, Hauke, Oliver, Ursula, Peter, Claudia, ist viel dabei, Stefan, Michael, ich überspringe ein paar, Dominik, Susanne und so weiter und so weiter, Alexander, Jan, Sonja, Martin und vor allem begrüße ich Erik. Erik Manns ist heute da und das ist so ein bisschen so, glaube ich, als hätte man im aktuellen Sportstudio Ronaldo. Ich glaube, so kann man das sagen. Und ich will ihn gleich mal zum Teil vorstellen, aber erstmal herzlich willkommen natürlich auch an meine lieben Kollegen Michael Kutey und Axel Leonhardt. Und Axel, was machen wir hier heute Abend für die, die zum ersten Mal dabei sind? Wie geht das Ganze? Und dann haben wir noch eine kleine Werbeeinblendung und dann stellen wir Erik Manns vor. Und dann ist auch schon wieder Feierabend. dann müssen die Ersten schon wieder los wegen der Ausgangsbeschränkung. Genau. Axel, was machen wir hier heute Abend genau? Wir haben hier vier fantastische Flaschen von Erik Manns und die machen wir alle nacheinander auf und nehmen ein paar Schlücke davon und sprechen darüber. Und weil das Ganze ja live ist und alle zuschauen, können die Leute Fragen stellen, weil die trinken oder ihr trinkt ja alle mit. Und ihr könnt Fragen stellen in unserem Chat, könnt ihr genau sagen, wie es euch schmeckt oder irgendwas zu den Weinen fragen, was euch interessiert. Das läuft bei uns auf, bei meiner fantastischen Kollegin Antonia, da ist sie. Moin! Und wir werden uns allergrößte Mühe geben, das dann zu beantworten, nachdem wir natürlich hier Rücksprache mit den Experten gehalten haben. Super, Achtung, und jetzt kommt Michael Kutey mit seinem wichtigsten Beitrag. Dieser Podcast, auch wenn er live ist, wird Ihnen präsentiert von Sekes Weinkeller. Michael, das sehr machst gut. Du wieder. Sehr gut. Das ist sehr, sehr schön. Erik, herzlich willkommen. Ich habe mal rausgesucht, so ein paar Auszeichnungen von dir. Dritter Platz der Top 100 Weinerzeuger Deutschlands bei der Bundesweinprämierung 2020 Elite des deutschen Weins. Einer der besten deutschen Winzer, schreibt der Feinschmecker. Winzer des Jahres 2015. Bestes Weingut in Rheinhessen. 3 Trauben im Gourmillot. 3 Sterne im Falstaff. 3,5 Sterne bei Eichemann. 14 Bundesehrenpreise in Folge und 15 Staatsehrenpreise der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz in Folge. Wahrscheinlich sind schon wieder 3 dazugekommen, während ich das vorgelesen habe. Bist du eigentlich beliebt bei deinen Kollegen da, wenn du denen die ganzen Preise mal wegnimmst? Wir stehen uns alle super. Ja, okay. Michael, warum haben wir Erik heute hier? Ja, also herzlich willkommen an Erik. Ich freue mich so wahnsinnig, dass du da bist und eben noch ganz viele andere Menschen. Ich kenne Erik seit vielen, vielen Jahren. Ich schätze ihn sehr. Zum einen die Weine, die sind toll und konstant und Erik Manns ist einer der wenigen wirklich, wo du alles trinken kannst. Vom Sekt über den Rosé, Weißwein, sogar deutscher Rotwein schmeckt bei ihm und das ist unfassbar großartig, dass er diese wirklich tolle Konstanz hat. Und was noch dazu kommt, ist, dass er einfach so ein unfassbar feiner Kerl ist. Ich mag ihn wirklich. Es hat sich eine Freundschaft entwickelt über viele Jahre, auch zusammen mit Helge, sind wir diese Hamburg-Rhein-Roy-Hesse Connection. Und ich glaube, das ist eben auch wichtig, auch für die Leute, die unseren Podcast verfolgen. Da sind ja immer Menschen dahinter, hinter diesen Etiketten. Und heute hat man die Möglichkeit, mal so einen wahnsinnig sympathischen Winzer kennenzulernen. Ich hoffe, es kommen viele Fragen. Ja, Erik Manns aus Rheinhessen. Servus, schön, dass du da bist. Hi, servus an alle. Was hast du uns heute mitgebracht, Erik? Wir haben 4 Weine. In welcher Reihenfolge werden wir die trinken? Also als erstes trinken wir den Blanc Noir vom Spätburgunder, dann als zweites trinken wir den Himmeltal Weißburgunder, als drittes trinken wir den Überraschungswein. Überraschungswein. Ja, das ist ganz interessant. Das haben wir jetzt gerade gemerkt, liebe Freunde von 4 Flaschen.
Die einzigen, für die es eine Überraschung ist, sind Axel und ich. Alle anderen wissen, dass es ein Riesling ist. Aber bei uns ist es wirklich so verkleidet. Ganz witzig. Eine tolle Idee. Und der vierte ist dann? Und zum vierten machen wir noch ein Sauvignon Blanc vom Kalksteinboden. Wow. Wollen wir schon mal einschenken einfach, weil irgendwie es plaudert sich ja doch besser. Ja. Du trinkst, was trinkst du da aus? Erik, hattest du schon vorher, du hattest schon viniert? Oder was war da drin? Du hast Gin getrunken vorab? Quatsch. Das kann ja sein. Ein Schluck Wasser vorab. Jetzt erste Frage von mir. Blanc de Noir. Spätburgunder. Bei Noir denkst du natürlich sofort, Moment, das muss doch ein roter sein. Ist es aber nicht, ist ja ein weißer. Es ist ein roter Weißwein, sage ich immer. Nämlich, was ist damit passiert? Es ist praktisch aus einer Rotweinrebsorte wird ein Weißwein gemacht. Und es geht folgendermaßen, wir ernten die Trauben per Hand, ja. Dann werden die einzelnen Beeren vom Stielgerüst getrennt, dann kommen die in sogenannte Rotwein-Gärtanks und dann ziehen wir mit, da sind solche Saftsiebe drin, und dann ziehen wir direkt, wenn wir das Traubengut reintun, direkt den Saft raus. Du darfst da keinen langen Kontakt haben bei einem Blanc Noir, weil es soll ja weiß sein, so weiß wie es geht. Würdest du 6 Stunden warten, hättest du schon ein Rosé. Ja, aber so richtig weiß ist er nicht. Ne? Nee, er hat einen ganz minimalen Hauch, einen Stich dieses Jahr, weil es ein sehr reifes Jahr war. Mhm. Und du musst doch sehr schnell reagieren bei einem Blanc Noir, damit du wirklich versuchst, die weiße Farbe rauszubekommen. Aber wie schnell musst du reagieren? Also, du tust praktisch den Tank befüllen und tust direkt wieder den Saft rauslaufen lassen, weil in den Schalen ist ja die Farbe drin. Ja. Sobald du wartest, 4-5 Stunden, kommst du von einem hellen Rosé bis zum dunklen Rosé. Okay, aber es geht jetzt nicht um Minuten, aber um Viertelstunden oder sowas. Sagen wir, innerhalb von 10 Minuten ziehen wir schon ab. Okay. Oder wir pressen auch zum Teil Blanc Noir. Mhm. Da wird der sogar ganz Trauben gepresst. Dann kommen die ganzen Trauben auf die Kelle, dann wird ganz schonend mit 0,5 Bar abgepresst. Um wirklich nur den Saft zu bekommen, nicht die Schale zu verletzen und so weiter. Mhm. Wir sagen immer, wir tun die Trauben ausbluten. Also wir ziehen den Saft raus. Mhm. Und der Rest dann, Erik, fürs Verständnis, da wird also aus dem größten Teil wird dann noch Rotwein gemacht, wird dann noch Pinot Noir gemacht und ein Teil der Trauben nimmst du dann nur für diesen Blanc Noir, richtig? Genau. Das ist ein riesen Vorteil, wenn wir den Saft rausziehen. Wir ziehen ungefähr 20% des Saftes raus und dadurch konzentrieren wir den Rotwein auf, weil wir ja mehr Verhältnis haben vom Fruchtfleisch zur Schale für den Rotwein. Und haben unseren positiven Effekt gleich für den Blanc Noir. Deswegen kann man sagen, dass der meistens nicht ganz so teuer ist, wenn man irgendwo einen Blanc Noir trifft. Warum? Weil eben meistens noch mit den Trauben auch noch ein Rotwein gemacht wird. Genau. Das ist die Erklärung auch. Ja. Aber praktisch kann man ja mit weißen Trauben nicht machen. Man kann, ne? Aber ist das dann tatsächlich also etwas, wenn man jetzt nur den Rotwein machen würde, würde man genauso viel Rotwein aus den Trauben nur rauskriegen? Also ist der Blanc Noir quasi ein Abfallprodukt? Also das sagt mein Vater immer, das ist ein Abfallprodukt. Ja, im Prinzip ziehen wir es raus, aber das ist eigentlich ein Vorteil, weil wir konzentrieren unsere Rotwein dadurch auch, wie ich schon gesagt habe. Okay. Und du musst aber immer noch einen Teil pressen, um noch ein bisschen mehr Extrakt zu bekommen. Du brauchst immer beides. Mhm. Nicht nur den Saftabzug, sondern auch die Pressvariante, um so einen Wein zu bekommen. Und der muss auch vom Alkohol, weil du willst ja die Rotweine, sag ich mal, mit mehr Alkohol haben. Aber der Blanc Noir soll maximal 12,5 haben, weil er als leichter Sommerwein genutzt wird. Also musst du relativ eine Partie früher lesen mit etwas weniger Alkohol, weil wenn du später die kräftigen Rotweine liest, aus der Top-Lage, hier ist zum Beispiel auch Oppenheimer Herrenberg drin, und da hast du einen mit 13,5%. Deshalb brauchst du immer einen leichten und etwas schweren und er hätte eine super Kombi zu haben im Cuvée wieder. Mhm. Wir hatten gleich die erste Frage übrigens, Erik. Die Frage, die oft gestellt wird nach der Temperatur. Wir trinken bei den 4 Flaschen die Weine lieber zu kalt als zu warm, weil wir sagen, warm werden sie von alleine. Erste Frage, wie siehst du das? Zweite Frage, die immer wieder kommt und die vielleicht ein für alle Mal klären können. Was ist mit diesen Thermometern, die Michael ja komisch findet, wenn einer da so ein Thermometer einsammelt? Entschuldigen Sie bitte, bevor Sie trinken. Ganz, der ist leider zu warm. Den schütteln wir nochmal zurück. Was sagt jetzt der wahre Experte?
Also ich trinke die. Also Michael, du musst was sagen. Ja, danke, Erik. Danke, Erik. Ich schweige und überlasse dir natürlich das Wort. Du wurdest auch gefragt. Du bist der Gastronom, ich bin nur der Winzer. Mhm. Aber vielleicht können wir uns ja einigen. Also lieber, was ist mit Kälte? Also, wenn richtig. Also ich bin dafür, also ich trinke lieber zu kalt wie zu warm, weil also bei uns ist der Kühlschrank auf 3 bis 4 Grad eingestellt, weil bis ich meinen Wein auf der Terrasse habe den eingeschenkt und dann tue ich mich lieber von einem kalten Wein an einen warmen Wein ranbringen. Dann sehe ich auch die Entwicklung eines Weins, wenn er kalt ist oder wenn er warm ist. Finde also ich immer besser. Bis ich vom äußersten Winkel meiner Wohnung auf die Terrasse gelangt bin, dauert nicht so lange, dass da kann der Kühlschrank bei mir wie auf 10 Grad stehen. Da ist die Flasche schon leer. Ja. Sieht beim Winzer anders aus, vom Ostflügel im Westflügel. Ja, genau. Und dann auch, okay. Also, aber 3 Grad ist doch, was hat sonst so ein Kühlschrank? Ich weiß es gar nicht. Der hat ja 8 Grad, ne? Okay, also 3 Grad. Und dann machst du irgendwas mit Thermometer? Nö. Ich halte meistens die Hand dran. Die Winzer hat ein Gespür. Okay. Das ist aber auch ein gutes, Michael, ein ganz gutes. Man spürt ja schon, wenn man in der Flasche, ob sie richtig kalt ist oder nicht. Und im Glas, wie lange dauert das, kann man das sagen, wie lange dauert das, bis der jetzt 2, 3, 4 Grad verliert, wenn er im Glas ist? Ja, in der Regel ist natürlich gleich das erste Grad beim Einschenken direkt schon, musst du raufrechnen, weil das Glas natürlich eine gewisse Oberfläche hat und meistens auch logischerweise Zimmertemperatur nicht gekühlt ist, was immer sinnvoll ist bei einem Wein, damit man kein, teilweise gibt es ja auch gefrostete Gläser, aber da ist ja sofort Wasser dann auch im Weinen und wird sofort verwässern. Das heißt, das Glas ist Zimmertemperatur und dann kommt der Wein rein, dann hat er schon 1 Grad dazu und dann je nach Umfang des Weinglases und natürlich auch nach äußerer Temperatur geht es eben schneller oder langsamer. Aber lieber würde man dann sagen, ich reguliere es, indem ich öfter mal nachschenke. Es gibt auch so diese Kühlmanschetten, die nutze ich selber auch, weil das immer recht praktisch ist. Es hilft schon ein bisschen, dass man die um den Wein packt und der meiste Körper quasi davon umschlungen ist. Man sollte immer dann noch einmal schwenken, na, damit oben, am oberen Teil, dass das auch ein bisschen kühler wird. Na, gerade bei so frischen Weinen, da braucht man kein Theater machen, sondern da kann man einmal links, rechts, damit auch der erste Schluck schon kalt ist. Weil sonst meistens der erste Schluck wird oben angefasst, die Flasche, dann ist der erste Schluck warm und dann macht das gar nicht so viel Spaß. Und auch im Restaurant ein guter Trick, weil dann wieder oft dieser Probeschluck ist dann so warm, dass der Gast sich beschwert und sagt so, oh, der Wein ist aber viel zu warm. Deswegen immer schauen auf jeden Fall, dass der erste Schluck auch schon ziemlich die Temperatur widerspiegelt, die restliche Flasche hat. Lieber öfter nachschenken ist anstrengender, aber ist natürlich höflicher und auch netter und auch besser für den Wein. Wir haben jetzt Weine nur aus dem Jahrgang 2020. Ist das eigentlich so? Ich weiß ja, bei dem Überraschungswein weiß ich es ja nicht, aber es sind 2020. Sagen wir noch nicht, verraten wir noch nicht. Unsere Hörer wissen es. Die haben die Flasche nicht verdeckt, aber wir erraten das natürlich, weil wir haben ja einen Riesling-Liebhaber, also einen Kenner, und den wollen wir natürlich ein bisschen auf die Probe stellen. Wahnsinn. Aber jetzt haben wir hier, ich finde, wenn man so reinriecht, Axel, es klingt so doof, wenn man sagt, man kann die Frische riechen, aber es springt einem entgegen, also man merkt schon, dass es ein frischer Wein ist und nicht einer, der schon seit 5 Jahren in der Flasche ist. Würde ich auch sagen. Also ich finde auch, ich bin ganz verzückt, wenn ich da reinrieche und ja, also finde, riecht fantastisch. Man muss sich nicht anstrengen, da reinzuriechen. Das ist das Tolle. Ja, also aber was riechst du denn da, Axel, gerade, wenn du so verzückt bist? Das weiß ich wieder nicht. Es riecht sehr fruchtig, finde ich. Das gefällt mir. Ist vielleicht so ein bisschen, ich weiß nicht, vielleicht liegt es an der Farbe, aber also Johannisbeere vielleicht? Keine Ahnung. Schon mal gut. Ja? Erik sagt ja? Schon mal. Ja? Axel, mach weiter. Ja? Mach weiter. Ja, warte. Mach weiter. Es geht. Warte. Wir können auch die lieben Freunde zu Hause gerne mal schicken. Was riechen Sie? Wir kommen ja genau uns jetzt. Was soll's? Was riecht ihr? Genau. Was riecht ihr? Schickt mal rum, weil das ist irgendwie, die Schwarmintelligenz ist nicht zu unterschätzen an der Stelle. Und ganz am Ende fragen wir halt Michael, was es war. Und Erik, nein. Axel ist gut mit der Johannisbeere, finde ich ja auch. Ja. Es ist eher so, geht eher so in die. In diese rote Richtung, finde ich. Ich habe auch so ein bisschen Granatapfel oder so. Es ist also nicht so exotisch, sondern eher in diese rotbeerigen. Also man versucht ja immer auch auszuschließen, was man schmeckt oder riecht und was man auf keinen Fall riecht oder schmeckt. Ich finde, er ist sehr, sehr weich. Ich finde, die Säure ist sehr angenehm. Er hat eine frische, aber gar nicht zu hart, die Säure. Erik, kurz 2, 3 Sätze getrunken zum Jahrgang. Oder? Hast du schon getrunken? Okay. Meine Flasche ist auch schon fast leer. Nee, aber gut, erzähl ruhig weiter. Warte, Pfirsich. Nee. Granatapfel ist sehr gut. Was sagen die Gäste? Ich weiß noch ein paar Sachen. Also mir ist noch eingefallen, dass Pfirsich, Zitrus und grüner Apfel. Ich habe da tierisch viel grünen Apfel drin.
Aber grüner Apfel finde ich auch. Grüner Apfel, ja. Granatapfel in die Richtung. Erik sollte also was über... Das? Also, nein. Ne? Ich glaube, Axel hat über 100 Einsager, ihn füttern. Ich habe das Gefühl. Ich habe das Gefühl. Ja, ich hab also das Gefühl. Ich finde, dass es ein bisschen nussig ist von seiner Art. Nussig? Mhm. Das ist auch so typisch für einen Blanc Noir. Die sind immer so ein bisschen nussig von ihrer Art. Aber Axel war gut mit einem Hauch schwarzer Johannisbeer. Granatapfel habe ich auch drin. Und er ist ja auch vom Kalksteinboden. Also ist, die meisten Spätburgunder Trauben haben ja eine Top-Lage Oppenheimer Herrenberg. Mhm. Ist auch ein bisschen, er hat auch ein bisschen Salz am Ende, ne? Oder? Aber nussig, ja, nussig also im Geschmack oder in der Nase? Nussig. In der Nase. Okay. Mhm. Was für eine Nuss, Erik? Kannst du es ein bisschen präziser sagen? Ist es eher so eine grüne Walnuss oder ist es eine Pekannuss oder die riecht ja nicht so? Ich finde eher eine Walnuss. Mhm. Oder Nick hat noch, sowas. Der hat Axel noch vorher. Was, Axel, hast du vorher Chips gegessen? Sag mal ehrlich. Nee, aber Sushi. Aber das ist. Echt? Oh, das ist gut, schon, das passt. Ja, schon eine Stunde her. Du darfst, okay. aber vor der Weinprobe keine Mandeln essen. Weil dann kriegst du einen ganz bitteren Metallgeschmack in den Mund. Da muss man sich immer merken. Okay. Okay. Ist immer gefährlich. Ey, deswegen habe ich die ganze Zeit nichts auf die Reihe gekriegt. Wir probieren ja immer viel Wein morgens schon, sag ich mal ab 7 Uhr, ja, wenn wir im Keller sind. Wenn du abends Mandeln oder Nüsse gegessen hast, hast du morgens einen ganz metallischen Geschmack. Müsst ihr euch merken. Okay. Wenn ihr morgens Wein trinkt, gut, ihr macht das nicht so oft wie mir. Für alle, die da draußen, wenn ihr morgens Wein trinkt, esst abends keine Mandeln. Das hättest du nicht sagen dürfen, weil irgendwann muss ich da Lars irgendwie so kurz vorher Mandeln unterschieben. Wahrscheinlich. Geht das auch sozusagen in verarbeiteten Zustand? Also Mandelschokolade oder so, ist die auch gefährlich? Nee, nur pur. Ah, schade. Also was der Wein auch noch hat, der ist sehr mineralisch, sehr tief und wie gesagt, von der Aromatik her super frisch. Jahrgang 2020 war halt auch ein super Jahrgang. Kerngesundes Lesegut. Also war eher das Problem, dass es zu warm war während der Ernte, dass wir sehr früh anfangen mussten mit der Ernte. Wir sind meistens mit der Erntehälfte morgens um 6:30 schon raus, weil wir meistens nur einen halben Tag bis um 1 Uhr, 13 Uhr konnten wir nur lesen, weil die Mosttemperatur dann zu hoch war von den Trauben. Oha. Also ich habe ja, mir ist noch reingefallen, dass er auch ein bisschen nach Birne und nach Stachelbeere schmeckt. Warum guckst du immer so nach links, Axel? Das ist nur so, weil du dieses nervös bist. Ja, das ist, ich muss mich konzentrieren, weißt du? Er hat gerade mal die Expertise von Silkes Weinkeller aufgemacht. Nee, aber das ist ja, aber da muss man sagen, dass wir ja diesmal eine Runde haben von Leuten, die sich richtig gut auskennen. Bei 200 Leuten kann auch, wenn da 10 dabei sind, 10 Treffer dabei sind, aber offenbar gute, gibt aber, schon Fragen aber, auf aber der könnt Runde. Aber könnt ihr dazu was sagen? Birne und Stachelbeere, ist das, kommt das hin für euch oder? Stachelbeere würde ich jetzt nicht sagen, Birne vielleicht ein Hauch. Okay. Aber das Erstaunliche ist, wenn man jetzt auch trinkt, man darf ja schon trinken, ne? Michael, oder? Man darf schon mal trinken. Unbedingt, bitte. Ja. Ich trinke schon die ganze unbedingt. Zeit. Ist es, müssen wir allen, ja, müssen wir schon, was hast du, es ist ein großartiger, weil der so vielfältig ist, da ist so viel drin, ne? Ja. Aber ich finde, es ist so ein Wegsaufwein. Sorry, Erik, das meine ich gar nicht böse, aber ja, ich finde, das ist so ein, einfach mal so nicht drüber nachdenken, trotzdem Spaß dran haben, der einen auch fordert, der nicht gleich durchschaut wird, der nicht gleich langweilig ist, aber der flutscht so durch. Also ich habe das schon mal nachgeschenkt. Das machen alle zu Hause auch. Er hat eine schöne süße Säurebalance. Ja? Mhm. Bei uns ist ja die Weine haben bei uns nicht so eine hohe Restsüße. Die hat eine Säure von ungefähr 5,6 und hat einen Restzucker von 4,2. Also wir sind im Restzuckerbereich. Was heißt das, Erik? Was heißt das, eine Säure von 5,6? 5,6 irgendwas auf, ist es ein pH-Wert oder was ist das? Nein, Säure ist Gramm pro Liter, Gesamtsäure. Ja? Das ist die Säure des Weins. Okay. Das ist eigentlich beim Wein. Sag mal, ein Riesling hat immer um die 7 und ein Burgunder um die 5 bis 6. Ja, so kann man immer sagen. Okay, und dann Zucker ist auch immer Gramm pro Liter. Ah, das ist Gramm pro Liter nur, weil da gab es ja neulich diese wunderbare Geschichte mit dieser Limonade aus Hamburg, dieser Lemonade, die ja weniger als 7% Zucker auf 100 Milliliter Flüssigkeit hatte und sich dann auf einmal nicht mehr Limonade nennen durfte. Und da habe ich jetzt gelernt, dass eine Limonade mindestens 7% Zucker, also 7 Gramm Zucker auf 100 Milliliter, das heißt, wenn man die normale 0,33 liegt man irgendwie bei 21, 22 Gramm Zucker. Das ist irre. Das heißt, so eine Flasche Wein, wie viel Gramm Zucker enthält die? Man muss das ausrechnen. Ja. Das sind 4,6 Gramm pro Liter. Pro Liter, also das ist ja extrem wenig. Das ist ja nicht mal ein Zuckerwürfel, so ungefähr. Vielleicht einer oder zwei, oder? Das heißt,
Das heißt, dass Wein so viel Kalorien hat, liegt nicht an dem Zucker, sondern an dem Alkohol. Ja, genau. Es ist hier vergorener Zucker, Alkohol. Ja. Hätten ja die Kalorien auch mit vergoren werden können, ne, eigentlich. Ist das aber, macht also eine super Geschäftsidee. Das Wichtige ist eigentlich bei einem Wein, dass die Balance stimmt. Ja. Und das muss eigentlich jeder Winzer für sich einstellen. Ja. Bei uns ist ja immer so im Betrieb, wir stellen ja unser Geschmacksprofil ein, wie mein Vater und ich das wollen. Ja. Wir rechnen uns nicht so, hat noch der Kunde. Das machen wir schon seit 25 Jahren so, weil Mainstream wollen wir ja nicht. Wir wollen einfach unser Mannsprofil rüberbringen, ja. Mhm. Und früher habe ich immer gesagt, bei meiner ersten Weinprobe, ich mache die Weine, wie sie mir am besten schmecken, ja. Dann trinke ich so viel, wie ich kann und den Rest muss ich verkaufen, sonst werde ich Alkoholiker. Sag mal, wir haben ja eine Frage, eine sehr interessante Frage, wie ich finde. Wie schmeckt man einen Kalkboden raus? Ja, der ist ein bisschen karger von seiner Art, ja. Und bei den Kalkböden ist es immer so, da sind Kalkboden, die Säure auch immer besser puffert. Also die Weine sind tiefer, die sind weicher, die sind. Wir müssen jetzt drei Riesling probieren, sage ich mal. Einer vom Kalkstein, einen vom Lösen, einen vom Rotschiefer. Dann wird mir es genau schmecken, ja. Also die habe ich gar nicht zu Hause. Man kommt ihm gleich noch durch die Tür und sagt, wir probieren noch drei Rieslinge. Nee. Okay. Komm vorbei, muss gar nicht. Ja, okay. Kein Problem. Aber kannst du es noch anders beschreiben? Also weicher und tiefer und Säure? Ja, es kommt darauf der Ertrag an, ja. Wie hoch ist dein Ertrag, damit du das richtig rausschmeckst, ja. Mhm. Aber im Kalksteinboden ist ja, das puffert einfach die Säure mehr im Kalksteinboden, ja. Und die werden dann tiefer, auch ein bisschen salziger, ja. Und sind die, also heißt es Puffer, die Säure, heißt es, die sind saurer oder? Nein, die sind weicher ihrer Art her. Okay. Ja. Und länger. Die kriegen noch mehr Schmelz, mehr Tiefe rein. Okay. Wie sage ich mal, normale Lösboden, das ist ja gemahlener Kalk, eher mit die leichteren Weine. Wie eine Scheurebe oder so vom Löss, die noch mehr Aromatik bringen, ja. Ja. Und Schmelz ist gleichbedeutend mit Tiefe. Also wenn die so ein bisschen cremig sind, sag ich mal. Wenn sie mehr belegen einfach. Ja, wenn du einen Wein in den Mund nimmst und denkst, boah, den spüre ich überall. Und wenn ich einen Abgang habe, ja. Mhm. Das kommt aber auch immer vom Winzer an. Macht er viel Traubenstandzeit? Macht er wenig Traubenstandzeit? Es gibt so viele Faktoren. Jahrgangsunterschiede. Was heißt eigentlich Traubenstandzeit? Traubenstandzeit heißt, wir ernten die Trauben. Mhm. Und dann werden sie, je nach Rebsorte, jetzt gehen wir mal vom Blauen, da haben wir gar keine Traubenstandzeit, jetzt hätten wir mit der Farbe, ja, beim Weißburgunder zum Beispiel, beim nächsten. Die ernten wir, dann werden sie vom Stielgerüst getrennt, die einzelnen Beeren. Und dann werden sie ganz leicht angestampft. Dann kommt Trockeneis dazu, ist hier Kohlensäure, minus 80 Grad. Und dann bleiben sie bei ungefähr 4 bis 5 Grad stehen. Und dann, ist das die Maische? Das ist die Maische dann, okay. Ja. Und die bleibt dann ungefähr zwischen 12 und 24 Stunden stehen. Das ist die sogenannte Traubenstandzeit. Und dann löst sich aus der Schale die Mineralität, die Tiefe. Du kannst dann zum Beispiel einen Wein etwas früher ernten, mit ein bisschen mehr Säure und lässt ihn 2 Tage stehen oder einen Tag. Dann geht die Säure, weil das Kalium löst aus der Schale runter und hast einen Wein, der im Geschmack dick und schmelzig ist, aber auch weniger Alkohol. Weil die Leute wollen ja kein 14 Volumenprozent Lese auf dem Etikett. Die wollen 11 Lese und 14 trinken. Das funktioniert damit nicht immer. Weil wollen die Leute so viel? Michael, wir beide können auch, glaube ich, so lange rausgehen. Ich liebe, wenn Axel einen größeren Part hat und wenn es nur aufgrund unserer Hörer ist, ich finde es toll. Ich liebe euch zu lauschen. Also es ist toll, es ist schön, es macht sehr viel Spaß. Guck mal, dann schaltet ihr euch jetzt stumm, dann reden wir. Mal, Axel, aber hast du schon so ein schönes Stumm? So ein bisschen, ist das Udo Lindenberg-Gedenken oder ist es schon Blanc de Noir? Ja, ich glaube, das ist schon Blanc de Noir, weil ich habe mir sehr großzügig eingeschenkt und mein Spucknapf ist da hinten. Ich kann es erreichen. Das wäre jetzt auch unhöflich. Genau. Man muss, glaube ich, auch den Gästen sagen, es ist, man muss die Flasche nicht austrinken, aber man kann, Michael. Aber nee, wenn einer jetzt, das wäre blöd, ne? Ja, wir werden hinterher schon überlegen, also der Blanc de Noir ist, glaube ich, wenn der offen ist, schon in den ersten 2 Tagen wegzutrinken. Aber es gibt dann vielleicht Weine, wo man sich sogar noch länger Zeit lassen kann. Ne? Aber aus meiner Erfahrung, immer wenn ich das sage, schreiben dann ganz viele so, oh ja, ist doch heute alles leer. Also man unterschätzt oft das einfache Konsumverhalten des Menschen. Wie du meinst, du meinst, obwohl 0,75, da sind am Ende 3,5 Gläser.
Ja, aber viele sind, glaube ich, schon auch, ob legal oder illegal, jetzt nicht zu zweit, sondern vielleicht sogar zu viert zu Hause. Und das wird dann schon weggehen. Das wird dann schon weggehen. Ist es denn, aber das ist ja nicht, das ist ja noch in den meisten Fällen nicht illegal, nur in Hamburg, glaube ich. Sonst darf man sich doch mit wie vielen Leuten gerade treffen? Mit drei Leuten? Wenn wir das ausstrahlen, ist es wieder ganz anders, aber darf man sich doch mit mehreren Leuten treffen, oder nicht? Wie ist es in Rheinhessen? Gibt es in Rheinhessen überhaupt Corona? Nein. Nee. Es gibt doch irgendwie, gibt es bei euch nicht ein Dorf, wo es noch nicht einen einzigen Fall gab? Habe ich neulich irgendwas gelesen? Nee. Wir sind Raum Mainz-Binge, wir sind relativ hoch. Okay. Ich glaube, wir spielen knapp an die 200 wieder. Oh. Aber okay, bei uns, ich komme ja aus Weinholzheim, wir sind 700 Einwohner, bei uns kennt noch jeder jeden. Und wenn jeder an seiner Gartenmauer steht, können wir schön winken. Hallo. Ja, das hat neulich ein Leser erzählt. Der wohnt in einem kleinen Dorf mit 220 Einwohnern und dann hatten in diesem Dorf 5 Leute Corona und die hatten dann natürlich hochgerechnet eine Inzidenz von 2.500. Ein gefährliches Dorf. Wollen wir die zweite Flasche schon mal so ein bisschen so? Dass wir an die denken, die sonst von der Ausgangssperre, der nochmal für alle, Michael, einfach alles aus einem Glas trinken, ne? Völlig egal. Hauptsache, es war vorher Wein drin. Naja, das haben wir so gemacht, weil auch wir haben uns vorher drüber unterhalten, auch mit Erik. Das ist ja eine Frage, die oft gestellt wird, auch wenn man zu Hause Gäste hat. Was ist eigentlich die richtige Reihenfolge? Und es ist schon so, dass der Sauvignon Blanc einfach so aromatisch ist, dass der so drüber fährt über alles, was vorher am Gaumen war. Und es ist danach sehr, sehr schwer, ist irgendwas anderes zu schmecken auch. Und von daher haben wir uns für diese Reihenfolge entschieden. Und deswegen kann man das heute problemlos alles aus dem gleichen Glas nacheinander trinken. Es ist aber das ist nochmal ein Tipp. Wenn man Sauvignon Blanc im Glas hatte, oder gibt es noch andere Rebsorten, wo du sagen würdest, wenn du das im Glas hattest und danach einen anderen Wein trinkst, dann einmal vinieren mit dem neuen Wein. Genau, also das sind alle die aromatischen Rebsorten. Also gelber Muscatella, Gewürztraminer, Scheurebe, also alles, was wirklich sehr, sehr viel Frucht hat und auch Süße. Süße ist auch schwierig, wenn man so eine Beerenauslese oder irgendwas hat, ist generell für den Gaumen schwer. Man soll von trocken zu süß trinken. Da würde es immer Sinn machen, entweder das Glas ordentlich auszuspülen, was immer ein bisschen schade ist, wenn du dann ein bisschen Wein wegkippen musst. Ja, also es sei denn, du kippst das in den Wein, hältst dabei die Nase zu und ist eh wurscht. Ja. Aber ansonsten kann man natürlich dafür dann ein neues Glas nehmen, wenn es gut passt. Also wenn man zum Beispiel ein Menü hat und hat am Anfang eine Gänseleber als Beispiel, ich weiß, Jotam Ottolenghi kocht die nicht, aber man hat dazu eine Bärenauslese, ja, dann ist es schwierig, aber man würde eigentlich gerne einen Süßwein dazu trinken, einen kleinen Schluck und würde dann vielleicht wieder zum Weißwein gehen und dann bräuchte man irgendwas mit frischer Säure, definitiv ein neues Glas, heute alles aus dem gleichen Glas. Nochmal, wenn ihr jetzt das Glas Sauvignon Blanc am Ende, weil aromatisch, die Reihenfolge der anderen, warum ist die Reihenfolge so, Erik, wie sie ist? Blanc de Noir und dann Weißwein. Also man könnte es auch anders trinken oder ist es auch ein bisschen von, nee? Also wir haben es extra so gewählt, weil der Blanc de Noir eigentlich geschmacklich der leichteste ist. Und dann kommt der Lage Weißburgunder von Silges Weinkeller exklusiv. Dann kommt ja der Überraschungswein. Und wenn man den probiert, wirst du wissen, warum wir zum Schluss den Sauvignon Blanc trinken, weil der einfach so opulent von seiner Aromatik ist und der alles übertönt. Würde man den Sauvignon Blanc als erstes trinken, würde man alle Weine übertönen. Die nächsten zwei wären wie weg. Okay, das kann auch, wenn man zurücktrinkt, ist das dann auch, ne, dann kann es sein, dass der erste Wein jetzt, der Spätburgunder, dass man sagt, was war das denn eigentlich? Der Sauvignon Blanc ist von seinem Charakter wieder anders. Er hat ein bisschen mehr Säure wie der erste. Da muss jeder seinen Wein finden jetzt. Ich finde, nur so ist es fair, gegenüber jedem einzelnen Wein die Reihenfolge zu probieren. Im Namen des Volkes muss ich das Wort an mich reißen, weil wir haben Fragen. Ja. Ja. Die erste Frage war, in welchem Weinland würdet ihr Urlaub machen, wenn es denn wieder geht? Offenbar haben wir da ein paar Reisewillige. Deutschland. Aber welche Region? Rheinhessen, ist doch klar. Erik. Ich habe es mir bald gedacht. Hast du ein gutes Hotel oder irgendwas? Ja, habe ich einen super Tipp. Ja. Im Nachbart bei mir in Kringenheim, wir kommen aus Weinholzheim, bei uns endet alles mit Heim, ist Jordans Untermühle. Die haben jetzt das erste Wellnesshotel Rheinhessen. Ganz toll, haben die umgebaut vor 2 Jahren. Ist echt absolut top. Okay. Sehr zu empfehlen. Ja. Jordans Untermühle. Jordans Untermühle. Michael, wo würdest du? Also, aus Österreich nicht. Oder auch darf Österreich auch deutschsprachiges Europa?
Nein, du hast überall das auch noch Neuseeland, aber da ist schwer. Also ich habe tatsächlich für die Mitglieder eine Weinreise geplant in die Toskana, die wir jetzt zum zweiten Mal abgesagt haben. Da möchte ich wahnsinnig gern wieder hin, weil ich nur einmal dort war. Ich habe eine Einladung nach Argentinien gehabt letztes Jahr, was auch abgesagt wurde. War ich noch nie. Würde ich auch, finde ich sehr spannend, würde ich wahnsinnig gern hinfahren. Und ich habe den Erik noch nie besucht. Deswegen würde ich auch mal gerne nach Rheinhessen fahren. Das ist die Wahrheit. Und Axel, oder war habt ihr euch Lars vielleicht, bis Axel fertig gegessen hat? Habt ihr euch schon mal, aber ihr habt euch schon mal gesehen. Also wir sind Freunde seit vielen Jahren, aber wer bist du? Habt ihr euch schon mal gesehen? Welcher von euch ist Erik? Wir machen nur Zoom. Nur Zoom machen. Ihr macht nur Zoom, alles klar. Nee. Wir müssen die. Vielleicht machen wir auch mal eine Vier-Flaschen-Reise. Ja, genau. Komm, oder? Also, nehmen wir alle mit und dann durch. Genau. Das wird, glaube ich, das wird der Hammer. Ich lade euch ein. Das wird echt der Hammer. Ich baue gerade eine nagelneue Vinothek und ihr seid gerne als die ersten Gäste eingeladen. Boah, also das ist, wir kommen, wir sind alle geimpft. Jetzt der Weißburgunder. Da gibt es noch Fragen, Axel. Ja, Fragen. Der eine liegt ja auf. Wo wollte Axel hinreisen? Axel, wo wolltest du hinreisen? Wo ich hinreisen? Also ich muss ja immer irgendwas mit Wellen und Strand haben. Dänemark. Aber wenn die Frage nach einer Weinregion geht, kannst du jetzt nicht sagen, du fährst nach Kiel. Nee, das stimmt. Aber in Deutschland ist auch so, also Argentinien klang eigentlich ganz gut. Aber so Costa Rica oder sowas, gibt es auch Wein? Ich weiß nicht. Ich glaube, die Frage läuft Chile. Ins Leere. Chile. Chile, stimmt. Chile, da würde ich super gerne mal hin. Absolut. Ich muss an Luisa Neubauer an dieser Stelle auch, dieser Stelle auch. Nach wie vor immer noch der Podcast mit den meisten. Kalifornien. Ah, warte, das hast du gesagt oder das? Ah ja, okay. Toni hat mich gerettet, Kalifornien, wo ich tatsächlich schon mal war. Und auch im Napa Valley. Das ist so da, ne? Krass, gut. Ne? Ja, das ist hast du noch eine Frage, Axel? Ja, und zwar, was kostet die erste Flasche? Der Blanc de Noir. 8,99. Wie viel? 8,99. Unter 10 Euro. Da muss man sagen, für alle, die hier heute sind und für alle, die das jetzt hören, es gibt eine neue Form von den vier Flaschen. Hm. Für die, die es nicht so lange und nicht so viel Flaschen trinken wollen, Speed Tasting. Wie sagst du, Axel, du weißt es auch, dass es das gibt. Weil ich eigentlich diese Frage stellen wollte, sollte. Achso, später. Also es gibt Speed Tasting. Eine Flasche Wein, 9 Euro. Minuten 59 Sekunden und hinterher die eiskalte Bewertung mit Let's Dance Jury-Schildern. Ist jetzt, die ersten drei Folgen sind jetzt schon live auf, im Internet, in diesem Internet, auf YouTube, also guckt mal rein. Immer im Wechsel, eine Woche gibt es vier Flaschen. So, danke. Entschuldigung, aber es kann ja sein, dass Leute das schon gesehen haben und weil wir da ja noch ganz am Anfang mit sind, können wir vielleicht mal so ein Meinungsbild einholen. Also, wer das schon gesehen hat, kann ja vielleicht mal kurz sagen, ob die das gut finden, ob das noch kürzer sein soll oder ob das lieber länger sein soll oder whatever. Und jetzt riechen wir mal rein, ne? Ja. Sag mal, der Weißburgunder vom Himmeltal. Ich sag mal was über die Anlage. Das ist eine knapp 40 Jahre alte Weißburgunderanlage in der Lage Gundersblumer Himmeltal. Die lesen wir immer exklusiv für Silges Weinkeller. Eine sehr alte Lage, die zwischen den Lösterrassen liegt, also sehr gut vom Kleinklima. Und die haben wir uns damals rausgesucht und vinifizieren das jedes Jahr exklusiv für Silke. Gut, jetzt haben wir aber ein bisschen oft Silkes Weinkeller gesagt. Können wir das rausschneiden? Das ist ja live. Können wir nicht rausschneiden? Das ist schwierig. Aber wir können auch Edeka sagen. Ich habe heute nämlich gelernt, dass es auch irgendwie zumindest irgendwo bei Edeka auch Mannsweine gibt. Stimmt das? Ab und zu, ja. Aber es gibt manchmal Regionen, zum Beispiel im Ruhrgebiet, die zur Heidemärkte, ja. Ja. Die sind, sag ich mal, das ist wie ein Gourmetladen, da gibt es auch am Zummermanns, ja. Also ein ausgewählter Edekaner, die auch ein Sommelier haben und eine gute Weinberatung, gibt es auch am Zummermanns, ja. Okay. Also es gibt Supermärkte, die Sommeliers haben. Lars, sind das deine Kinder? Also hört mal meine Kinder gerade, ich muss mal kurz, ja. Das ist Stichwort Homeoffice. Axel, was ist denn bei dir da los? Mach's mal leiser. Hundenlohn und Birne. Also gerochen oder geschmeckt? Also reden wir schon, wie nach es riecht? Also ich wollte fragen, Sommelier bei Edeka, gibt es? Ja, gibt es öfter. Ich habe einen guten Freund, der ist im Ruhrgebiet, der sogar gelernter Winzer. Der ist mit seiner Frau ins Ruhrgebiet gegangen und der macht da die Weinberatung. Richtig alles, was Rang und Namen hat. Richtig gut. Mhm. Abgefahren. Ja, ich kenne das aus Kiel tatsächlich auch von einem Edeka um die Ecke, der aber auch wirklich teuer ist, muss man dazu sagen, wo ich eigentlich gar nicht mehr hingehen will deswegen. Aber die haben
also ich weiß nicht, ob der Sommelier ist, aber der hat auf jeden Fall Ahnung. Aber wir wollen ja gar nicht so viel über Edeka reden, aber es ist mir über den Weg gelaufen. So. Also bei, von Günter Jauch kennt man es ja auch, wobei Jauch ja nur seinen Kellermeister beauftragt sozusagen. Erik sagt Jauch. Erik sagt Jauch. Oh, was ist los, Erik? Klär uns auf, was ist die Wahrheit über, jetzt kommt's, meine Damen und Herren, die Wahrheit über Günter Jauch als Winzer. Erik, pack aus. Günter Jauch ist ein super Typ. Aber ich hätte das als Günter Jauch, weiß nicht, ob ich das gemacht hätte, den Schritt, wenn ich ein super Weingut an der Mosel habe, das zu machen, in den Großhandel zu gehen. In den ganz großen Großhandel zu gehen. Aber du machst das ja auch. Also, nee, wir liefern ja nur, wir haben ja keine Zentrallistung, wir machen nur ausgewählte. Okay. Also, die privat geführt sind. Okay. Und die waren auch alle schon oft bei mir gewesen und nach gute Freunde. Ach so. Und wir stehen nicht zentral, das ist um Gottes Wille. Okay. Das wollen wir auch nicht. Wir wollen Gastronomie, Fachhandel beliefern, das ist unser Augenmerk. Weil das schon noch das Premium-Segment ist, oder? Ja gut, da du jetzt zur Corona-Zeit am auf den Edeka umspringst, auf ein Privatgeführte, das darf dir kein Gastronom für übel nehmen, weil wir müssen unsere Weine ja auch, wenn du 40% Gastronomie verkaufst, ja, und keiner bestellt was seit November so ungefähr, musst du dir auch was einfallen lassen, über Onlinehandel oder diese Schiene, ja. Ja. Bist du den Rest jetzt losgeworden dann über den Lebensmitteleinzelhandel? Das, was du sonst an die Gastronomie verkauft hättest? Nö, die Privatkunde. Die ganze viele, wir haben ganz viele Kunden, die normalerweise in der Gastronomie unsere Weine trinken. Die bestellen alle bei uns. Oder beim Online-Händler oder gehen zum Fachhändler. Die Fachhändler haben wir auch noch auf. Das ist gar kein Problem. Was riecht ihr? Was riecht der Schwarm? Der Schwarm riecht schon mal Honig, Melone und Birne. Birne ist sehr gut. Birne ist sehr gut. Reife Birne. 2020, richtig goldgelbe Weißburgunder Traum, wie gemalt. Ertrag haben wir hier um die 40 Hektoliter pro Hektar, also 4000, ne, ist zu wenig, 5000 war die Parzelle, 5000 Hektoliter pro Hektar haben wir hier geerntet. Und bei einer alten Anlage ist halt immer der Vorteil, du musst gar keine grüne Lese mehr machen, weil die einfach nicht mehr vom Ertrag bringen, ja. Und mit der Klimaveränderung darf man so und so nicht mehr die grüne Lese zu hart voranschreiten, weil sonst gehst du im Alkohol durch die Decke. Was wir früher haben wir immer 20-30% grüne Lese gemacht, um überhaupt den Zuckergehalt zu bekommen, ja. Und durch die Klimaveränderung, die schönen warmen September, geht das eigentlich von alleine. Also, grüne Lese, habe ich gerade nicht gefolgt, aber was heißt grüne Lese? grüne Lese ist, wenn die Trauben Erbsengröße haben, noch richtig hart sind, ja, dann gehen wir durch und gucken, wenn die Trauben wenn die ganz zusammengehen, bevor die sich abquetschen, halbieren wir die Trauben und praktisch so den Ertrag reduzieren. Du musst dir vorstellen, eine Traube hat 100% Aromaentwicklung, ja. Und die verteilst du entweder auf 20 Trauben oder auf 10 Trauben. Dann natürlich, wenn du weniger Trauben hast, konzentriert sich das mehr auf, ja. Und wenn die Jahre immer besser werden, ja, und du kriegst zu viel Alkohol. Du endest Anfang September Weine mit 14 Volumenprozent. Deshalb bist du froh, wenn mal drei Trauben mehr dranhängen, um einfach auch den Zeitpunkt von der Blüte bis zur Ernte nach hinten zu ziehen. Ja? Okay, also weil es wärmer ist, ist mehr Zucker sozusagen. Klar. Genau, okay. Und deswegen muss auch mehr Trauben verteilt werden. Genau, okay. Und du musst immer die Gefahr solcher Herbste, 18, 19, 20, ist nicht die Fäulnis, sondern der Zuckergehalt, damit wir nicht zu viel Alkohol bekommen. Okay. Weil wir kämpfen gegen den Alkohol praktisch. Aber du könntest das doch unterbrechen, oder? Ja, aber du könntest das doch unterbrechen. Also wenn du sagst, du willst nicht so viel Alkohol haben, dann stoppst du einfach die Gärung oder sowas, oder nicht? Nee, ja gut. Aber dann ist er süß. Ja, aber das ist doch gut. für dich, ja. Für dich, aber wenn du 90% Trockenweine verkaufst, ist das schlecht. Ja, stimmt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie fragen sich alle, wo ist eigentlich Michael Coutet heute? Er ist da, aber Axel lässt ihn nicht zu Wort kommen. Ja, nein, ich finde es so. Jetzt weiß ich mal, wie ihr euch fühlt. Genau. Ja, das ist aber toll. Wann steigst du ein, Michael? Wann steigst du ein? So in der zweiten Hälfte, die bald beginnt? Ja, der nächste Wein ist dann mein Auftritt. Aber ich überlege die ganze Zeit über diesen Weißburgunder, was ich mag. Also das eine ist, was man riecht, aber was ich mag, ist das Mundgefühl. Weil am Anfang am Gaumen, wenn er auf die Zunge kommt vorne, habe ich mir gedacht, oh, der ist aber doch relativ cremig. Das war so mein erster Gedanke. Aber direkt danach kam so eine Frische, so eine wirklich wie so ein kühler Wind, der da über die Bergkuppe drüber fährt, dass mich das eigentlich ziemlich angemacht hat. Also ich finde, dass der Wein für einen
für Weißburgunder in dieser Preiskategorie doch sehr viel hergibt. Also ich mag, es hat wirklich eine Spannung, hat eine Eleganz, hat eine Cremigkeit, hat eine sehr gute Säurestruktur und ist das, was Eriks Weine auch immer haben. Er hat diese Balance. Es ist sehr, sehr, also auch den mit mehr Anspruch. Ich finde, du hast mehr am Gaumen, du hast mehr im Mund, wenn du den Wein trinkst. Aber auch den könnte ich jetzt so aus trinken. Ich wollte schon saufen sagen, aber natürlich trinken. Ich bin ja immer ganz froh, dass er nicht gespürt hat, dass er im Holz ist. Mhm. Er hat es ist tatsächlich 15% sind im Doppelstück vergoren, um einfach noch ein bisschen mehr Cremigkeit reinzubekommen. Gar nicht diesen. Aber man schmeckt es gar nicht raus, ne? Nee, das ist ja das Ziel. Warum tust du es ins Holz? Also wegen der Cremigkeit. Wegen der Cremigkeit und du sollst nicht das Gefühl haben, in eine Tischplatte reinzubeißen. Also dann war es schlecht, der Holzeinsatz. Nur immer dezent dazu, um mehr Cremigkeit, mehr Volumen reinzubekommen. Schmeckt aber das ist ja toll, das wusste ich jetzt gar nicht, wie der gemacht wird, aber hoffentlich können das alle zu Hause auch mitschmecken, dass das eben tatsächlich dann da ist. Und dann, wenn man sowas probiert, kann man dann schon sagen, okay, der hat wahrscheinlich im Holz gelegen oder auch nicht. Man weiß es ja immer, nur wenn man es irgendwo liest oder weiß eben. Und das ist schon spannend, weil es schmeckt ja nicht, es hat ja nicht dieses süße Karamell oder dieses süße Honig, wo man sagt, das ist so geröstetes Holz, ne? Sondern es hat aber trotzdem eine andere Kraft als so ein frischer Tänzel der Weißburgunder. Genau. Das merkt man schon. Und das ist eben dann das Holz. Wobei ne? so ein ganz leichtes Karamellgeschmack, den habe ich schon. Ganz leicht. Würde der jetzt zunehmen über die Jahre, wenn wir den jetzt in 2-3 Jahren trinken würden? Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Der wird immer ein bisschen karamelliger und ein bisschen schmelziger, der Wein. Das ist normal. Die Kohlensäure geht ein bisschen zurück. Die hat die natürliche Gärungskohlensäure. Und der Wein ist immer noch jung. Ja, das ist ja. Der hat relativ lang auf der Hefe gelegen, auf der Feinhefe, Syrli genannt, ja. Und es ist so bei uns, die Weine bleiben relativ lang auf der Hefe liegen. Die wird dann nochmal aufgerührt, die Hefe, um einfach noch ein bisschen mehr Mundgefühl zu bekommen bei der Weine. Um mehr Schmelz reinzubekommen. Wenn du jetzt einen Wein, der vergoren ist, direkt von der Hefe trennst, hast du mehr so einen Fruchttyp. Wenn du ihn länger auf der Hefe lässt, kriegt er mehr Dichte, mehr Charakter. Da wird die Hefe mal aufgerührt, dass er wieder ein bisschen naturtrüb ist. Und das sind lauter so kleine Tricks, ja. Im Keller machen wir fast nichts, ja. Unser wichtiges Gut ist gesundes Lesegut. Du brauchst gesundes Lesegut, um einfach top zu sein. Und ich sage immer, du brauchst, wenn du Champions League spielen willst, brauchst du auch die Spieler dazu, ja. Also du kannst nicht mit faulem Lesegut versuchen, den beste Wein zu machen im Trockenbereich. Das ist absolut. Das musst du uns aus Hamburg nicht sagen. Champions was? Champions wer? Ja. Champions. Super, Axel zweite Frage, glaube ich. Ja, Axel hat eine Frage. Genau, ich wollte sagen, er schmeckt eher wie ein Grauburgunder als wie ein Weißburgunder. Was sagst du jetzt? Ich finde, er hat dieses Rotbeerige nicht, das die Grauburgunder meistens haben. Die Farbe ist auch ganz hell und klar, eben nicht wie der Grauburgunder, so würde ich es unterscheiden. Und er hat eine größere Frische. Der Grauburgunder ist ein bisschen härter und der ist ein bisschen offener, ein bisschen weicher auch als der Grauburgunder. Deswegen finde ich es jetzt eigentlich schon gut erkennbar bei diesem Wein, dass es auch ein Weißburgunder ist. Ein Weißburgunder. Okay. Dass es auch ein Grauburgunder ist. Okay. Das merkst du auch an der Säure. Die Säurebalance ist super bei dem Wein. Ein Grauburgunder, der wäre eher weicher und ein bisschen cremiger. Weniger Säure, genau. Okay, genau. Okay. Ah ja, okay. Gut, okay, dann. Ich hätte aber noch eine Frage an Erik vielleicht, die mich interessiert. Du hast jetzt gesagt, 5000 Liter pro Hektar. Was machen denn andere oder gibt ja eine gesetzliche, was erlaubt ist jedes Jahr, wie viel man ernten darf? Nur, dass man es ins Verhältnis setzt, quasi, warum ein Wein auch so viel Geld kostet und warum es Weine gibt, die eben sehr, sehr wenig Geld kosten. Das ist ja das, was wir immer predigen. Also wir dürfen gesetzlich ernten 10.500 Liter pro Hektar. Also mehr als das Doppelte. Als ja, genau. Okay. Wenn du jetzt du verzichtest auf richtig Menge? Nee, ich mache ja nichts. Weißt du warum? Ich habe ja gesagt, es sind alte Reben und die bringen nicht mehr Ertrag. Also diese Anlage bringt nicht mehr Ertrag. Wenn du jetzt eine jüngere Anlage hast, die 10 Jahre alt ist, die bringt dann auch immer 80 Hektoliter pro Hektar. Ich finde das so gemein, das ist so altersdiskriminierend, dass die alten Reben, irgendwie, dass die bringen es nicht mehr. Man merkt, die bringen es nicht mehr, aber das, was sie bringen, ist richtig gut. Genau. Je älter, desto kälter. Je älter, desto besser kann man das. Kann man auch nicht automatisch sagen, ne? Kann man automatisch sagen. Man kann auch eine relativ junge Anlage, kann man auch Ertrag reduzieren. Du kannst auch relativ viel rauskitzeln, ja. Aber bei der alten Anlage, die sind halt auch tiefer verwurzelt.
da kannst du schon mehr rausholen, ja. Okay. Früher hat man immer einen Umbruch gehabt, da haben sie alle 20 oder 25 Jahre die Anlagen erneuert. Und sagen wir, unsere Generation, wir setzen sehr viele Rebstöcke nach und versuchen die alten Reben wirklich zu halten, zu retten, ja. Oh, jetzt ist eine Axel, was isst du denn? Nee, ja, Axel, was isst du denn die ganze Zeit? Neutralisiere mit Weißbrot. Ist das wirklich so richtig? Sollte man nicht einfach Wein trinken in so einer Phase jetzt hier und dann Weißbrot immer? Auch eine gute Frage. Können wir kurz dazwischen schieben? Mit bitte um kurze Antwort. Ja, nein. Ich spuck sofort aus. Aber wahrscheinlich hat der Axel eben ein graues Brot gegessen, weil er eben Grauburgunder geschmeckt hat. Jetzt hat er ein Weißbrot, jetzt hat er ein Weißbrot. Nein, das war eine sehr gute Frage aus dem Chat. Von Kai wollte das wissen. Und ich dachte, das wäre eine absolute Fachfrage, aber ihr habt sie ja pariert. Aber jetzt kommt die nächste Frage von Wine Newbie. Sehr schöner Name, wie ich finde. Woher weiß ich, welcher Wein gut zu lagern ist? Also gut zu lagern sind auf jeden Fall die Lagenweine, ja, weil die schon auch dahin getrimmt sind, ja, durch ihre Mineralität, ihre Tiefe, ihre Dichte, die zu lagern, ja. Und vor allem auch Rieslinge sind super zu lagern, die auch eine entsprechende Säure haben, oder Süßweine. Die sind auch super zu lagern, weil der Zucker und der etwas höhere Säuregehalt, die auch sehr haltbar sind, ja. Und also je mehr Säure und je mehr Süß ich habe, kann man das sagen? Genau, mehr Süße, mehr Säure. Und wenn du einen Wein hast mit relativ wenig Ertrag, der halt sehr kompakt ist, sehr mineralisch ist, sehr tief ist, und Weine, die auch sehr lange auf der Hefe gelagert sind beim Winzer, sind auf jeden Fall viel länger haltbar wie ein ganz normaler Gutswein, ja. Ist das chemisch begründet oder so? Oder wie, weil Säure konserviert oder? Ja, Säure hält auf jeden Fall. Säure, okay. Und Süße. Okay. Wenn wir jetzt eine Trockenbeerenauslese haben, die, was ich, 300 Gramm Restzucker hat, die schmeckt nach 20 Jahren immer noch 300 Gramm Restzucker, die schmeckt dann nach 100 Gramm Restzucker. Weil die Süße und die Säure geht geschmacklich zurück, aber die hält das alles gut zusammen, ja. Okay. Kompakt. Generell muss man eben auch sagen, dass ein Stück weit kann man sich schon auch am Preis orientieren. Man wird also keinen Wein finden für 5 €, der nach 15 Jahren viel besser ist als heute. Das gibt es nicht und das gab es noch nie und das wird es auch nie geben. Ja, also man muss, wenn man wirklich die Idee hat, Weine mal hinzulegen, schon ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen. Und sinnvoll wäre es auch, wenn man die Möglichkeit hat, auch mal einen gereiften irgendwie zu kaufen, auch wenn er mehr kostet, um mal zu wissen, mag ich das überhaupt? Weil nur weil der Wein alt ist oder auch gut reifen kann, wenn die anderen das sagen, wenn sie mal eine gereifte Weinprobe mitmachen mit gereiften Bordeaux, die 20, 25 Jahre alt sind, dann werden viele, weil sie das nicht gewohnt sind, das gar nicht mehr so mögen. Also das, und andere werden das abfeiern und sagen, oh, großartig. Und da muss man sich auch ein bisschen rantasten. Also das ist jetzt nicht, dass man über Nacht dann aufwacht und sagt, heute 7 Uhr in der Früh, mein Frühstück ist gereifter Bordeaux. Eher schwierig. Okay. Übrigens abfeiern, kleiner Tipp für die, die heute schon da sind. Und auch für alle anderen, die vierte Folge des Speed-Tastings. Reingucken, da hatte der Michael ein Rosé mitgebracht, der hat 28 von 30 Punkten gehabt. Und wir haben gefeiert wie lange nicht mehr. Wie zuletzt beim Schloss Johannesberg. Und wie jetzt vielleicht bei der dritten Flasche, diese Überraschungsflasche. Kann es sein, dass meine Kork hat? Mann. Das weißt du ja gar nicht. Ich habe es geöffnet. Ich weiß nicht. Mann, also, mach mich nicht schwach. Es war jetzt meine Schockreaktion. Ich weiß nicht, es riecht so ein bisschen... weiß ich nicht. Also was kostet die zweite Flasche? Genau. Die zweite Flasche, was kostet die? Genau. Also die stand mit 14,90 und die kostet jetzt dort 11,90. Das ist tatsächlich aber ein Wein, den gibt es nur dort, ne? Weil den gibt es jetzt nirgendwo anders. Dort nicht mehr sagen, jetzt dort. Ja, bei den Himmelstal. Den Himmelstal gibt es nur... Schmeckt eigentlich auch ein bisschen kräutrig, kann das sein? Oder kräutrig? Weiß ich nicht, ich hatte gerade noch voll mal diese Birne auch. Also ja? Ich war so richtig nur, ich hatte nur Birne. Wie ist quasi ein leeres Schnapsglas mit einer Williamsbirne, so hat das gerochen. Also ich hatte jetzt nicht so diese Wiesenkräuter oder so, sondern für mich war jetzt die Birne extrem, fast ein bisschen wie so Chenin Blanc. Chenin Blanc hat oft auch so diese sehr birnige Aromaten. Also Kräuter hast du meistens nur, wenn der Wein ein bisschen unreif ist. Ja. Okay. Also ich finde, der ist hundertprozentig reif, wie Michi aber sagt. Aber irgendwie hat er... Ja, irgendwie sowas, was so ein bisschen spicy, habe ich manchmal, also hatte ich das Gefühl. Der kommt vielleicht noch vom Sushi. Vielleicht auch, aber naja, gut.
Michael, magst du noch kurz sagen, wie teuer es ist, wenn man sich zu Hause so eine Bar einrichtet, wie du sie dir da vor deinem Wohnzimmer gemacht hast? Und muss man für alle sagen, es gibt es ja auch zu sehen. Also, die es nur hören, ja. Man kann es auch auf YouTube sehen und heute lohnt es sich. Michael ist in seiner neuen Bar am Westflügel in Tornisch. Ja. Ist gut geworden, Michael, ist gut geworden. Ja. Oh, es blutet mir das Herz. Es ist ja normalerweise im Leben nicht möglich, dass ich um diese Uhrzeit hier sitze, weil es natürlich voller Mitglieder wäre, die sich wahnsinnig gut unterhalten würden und so weiter. Aber ich wollte euch heute die Möglichkeit geben, quasi in der Bar zu sitzen. Erik macht ja sogar auch einen Gin. Da passt es ja eh sehr gut. Von daher, ja. Du machst selbst einen Gin? Ja. Oh. Hab ich auf ihn gezeigt. Ja, aber ich dachte nicht, dass dein eigener ist. Ach so. Der Erik ist ein umtriebiger Kerl, das kann ich euch sagen. Ein umtriebiger. Was kostet der? Der kostet 32,50 Euro. Das ist eigentlich nicht so teuer, finde ich. Nee, und der heißt Hiffelchen. Was ist Hiffel? Hiffel sind Rheinhessen die Hügel. Wenn wir babbeln ja ein bisschen, dann sagen wir immer, wir gehen jetzt mal in unsere Hiffel. Deshalb heißt das ein Gin aus den Hügeln praktisch, aus den rheinhessischen Hügeln. Nee. Michael, ist dir was aufgefallen? Der Kollege Axel, der normalerweise bei einem Wein, der über 8 Euro kostet, sagt, meine Güte, ist das teuer, sagt bei einem Gin für 32 Euro, das ist ja ganz günstig. Ja, aber Gin gehört ja auch, also keine Grundnahrungsmittel, kann man nicht sagen, aber Keine Mandeln vorher, Axel, denk dran. Bei Gin sind wir einiges gewohnt, ne? Also Gin ist ja... Du! Naja, ich meine, wenn wir hier den... Wie heißt denn unser Gin? Ginsul, ne? Der kostet... Der ist auch so eine Preisklasse, oder? Ja, ja. Aber auch interessant, dass du nicht sagst, wie schmeckt der, sondern was kostet der? So, was kostet der? Ja, genau. Also wie schmeckt der? Wie Gin halt. Also die Überraschungsflasche. Axel, hast du die Überraschungsflasche schon geöffnet und hast du auch Kork? Du hast kein Korkglas, frag mich nicht, du hast kein Kork. Bitte nicht. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob ich das rausschmecken würde. Das wird direkt riechen. Ja? Woran merkt man, woran riecht es? Es riecht ein bisschen, ehrlich gesagt, ein bisschen gammelig, ne? Es riecht halt noch Kork, ne? Muss ja, halt daher. So ein bisschen. Das Problem ist, wenn es ein glasklare Kork ist, dann ist es gut. Aber wenn es ein halbgare Kork ist, ist immer das Problem, ja. Also meiner hat kein Kork. Meiner auch nicht, glaube ich. Er riecht. Er riecht wunderbar. Wunderbar, finde ich. Kannst du natürlich nicht beschreiben, aber. Ja, Lars, sag mal was, ist ja deine Überraschung. Ja, es ist. Wir wissen ja alles. Aber ich kann dir einen kleinen Tipp geben, ja. Naja, sag mir ich würde erst mal sagen, also vom Geruch, ich hatte jetzt eben so ein bisschen sowas Zitrisches auf jeden Fall. Nee, wenn du darauf achtest, wie ich sitze und wenn du mir mal so ein bisschen in meinen Background guckst, hast du vielleicht eine Vermutung. Das hat seinen Grund, was in meinem Hintergrund wird. So ne, gut, das ist ein Riesling, das ist ja jetzt klar. Ja. Oder? Ja. So. Das ist klar, sonst wäre ich ja nicht der Dingsige. Aber ich muss es mal. Du musst so die Bodenformation hinter mir musst du so ein bisschen beobachten. Was ist das? Ist es ja Kalk, ist Schiefer? Schiefer. Schiefer. So, was ist jetzt? Warum bist du so? Schiefer? Ich sag nichts. Du musst ja wissen. Ach so, Schiefer. Ja, was muss ich das wissen? Ich bin ja nicht Diplom-Sommelier, wie der Kollege. Du bist aber Riesling-Fan. Pass auf, Riesling-Fan. Ich probiere mal. Boah. Krass. Was ist das? Champions League. Was ist das? Habt ihr uns jetzt hier. Was ist das? Das ist ja eine. Axel, hast du mal probiert? Mhm, bin gerade dabei. Boah. Leute, was ist das? Da kannst du die anderen beiden, kannst du so wieder mit nach Hause nehmen. Aber das ist ja. Na gut, wir haben. Geht das den Gästen auch so? Genau, wir brauchen euer Feedback. Was riecht ihr, was schmeckt ihr? Aber was ist das? Wie findet ihr es? Wir haben ja eben mit Blanc Noir. Also gut, ich habe Zitrone, ich habe so ein bisschen ganz, ganz milden Pfirsich. Kann ich gar nicht, mehr so, als wenn man so ein Pfirsich riecht und dann einmal so drüber leckt. Kennt ihr das so? Und dann kommt der Saft, kommt so richtig so ganz prall raus. Dann habe ich so ein ganz bisschen Salz hinten. Und der ist ja irre, wie lange der bleibt. Aber es ist ganz schön viel Salz, ja. Oder? Sogar? Wir haben hier einen Ertrag von 20 Hektoliter pro Hektar als Tipp. Also nochmal das, was hast du gesagt, das Fünffache von eben, das weiß ich schon gar nicht mehr. Den Weißburgunder habe ich schon.
haben wir 50 Hektoliter, haben wir 20 Hektoliter pro Hektar. Okay, also genau umgekehrt. Ich meine umgekehrt. Das ist ja. Also fast. Was ist jetzt? Wir reden über. Es ist jetzt auch nicht. Es ist so ein Riesling. Wenn es ein Riesling ist, vielleicht ist es gar kein Riesling. Es ist ein Riesling. Ihr sagt das. Ihr wisst es nicht. Es ist ein Riesling. Weißt du, Erik, der nickt und Michael immer nur. Aber das ist so ein. Das ist auf jeden Fall auch ein Riesling, den jeder trinken kann. Würde mich interessieren, was die Leute sagen, der kein Riesling mag. Das ist jetzt kein. Wenn man so will. Ja, wisst ihr, was die Leute geschrieben haben? Sehr lecker. Ist okay. Erik, was, also ein kurzer Einschub, das ist ja. Oh, jetzt kommt die nochmal mit dem lecker wieder. Ich trinke den Wein, Bist du nicht beleidigt, wenn jemand sagt, dass es sehr lecker ist? Nee, finde ich ja super. Okay, also lecker ist durchaus, weil es ist so ein bisschen verpönt manchmal, zu sagen, ein Wein ist lecker. Nö, ich finde, die Meinung von vielen ist ja immer schwer. Wir tun jetzt hier, sage ich mal, philosophieren, wie schmeckt der Wein und so weiter. Aber im Endeffekt muss jeder entscheiden, schmeckt mir oder schmeckt mir nicht. Ja? Genau. Lars kann jetzt die ganze Auszeichnung von Manz hier vorlesen, aber es spielt überhaupt keine Rolle. Jeder muss ein Geschmacksprofil finden für sich. Ja. Und das ist für mich am wichtigsten. Ja? Und hier haben wir jetzt mal einen Wein von der anderen Liga. Ja? Das ist ja schon mal. Aber irgendwie ist es doch trotzdem so, Axel, wir dürfen uns jetzt von denen nicht allen lohnen lassen. Es kann sein, dass sie uns gerade monstermäßig veräppeln. Wer? Die beiden. Nee. Guck sie dir an, wie sie da sitzen. Ja? Erik, ich denke, ich vertraue Erik, weil ich meine, Michael traue ich nicht von hier bis hinten zum Tresen. Ja? Aber irgendwie Erik schon. Aber weißt du, was ich glaube? Was denn? Am Ende ist es, ich weiß nicht, ob es überhaupt ein Riesling ist. Es muss ja irgendwas sein, warum decken sie es sonst ab? Ja. Nee, das hat Anne es ist ja nicht Pfirsich-Mel, aber ich finde es schon eher nochmal bei dem letzten, dieser Pfirsich-Geschmack und der sich dann nach hinten auflöst und dann so salzig wird. Das ist wirklich toll. Aber wow. Lars, du bist doch, hast du schon viele Rieslinge probiert, ja? Ja. Wir haben doch schon mal die Riesling-Flasche, was du siehst, ja? Wir haben schon mal die Goldkapsel. Da kannst du schon mehr viel verkehrt machen. Ja, aber man weiß trotzdem, Michael traut alles zu. Ganz ehrlich, traue ich alles zu. Ist das überhaupt ein Wein? Dem traue ich alles zu. Warum schreibt er dann bitte nicht? Dürfen wir es jetzt entfernen oder noch nicht? Nein. Gleich. Nein. Aber gleich. Erik erzählt das. Nee, Axel darf schon entfernen. Ja, aber, lass doch nicht. Aber, wieso darf Axel denn schon entfernen? Aber also, nichts sage, Axel. Also, Reaktionen, die überschlagen sich ja quasi. Ja, los, lies vor. Also, dieses sehr lecker mit drei Ausrufezeichen. Und das muss ich auch sagen, ich finde lecker ist überhaupt nicht schlimm, weil es ja von Herzen kommt. Ne? Man sagt es ja nicht, um es jemandem zu beleidigen, sondern man sagt, der schmeckt mir grandios, großartig. Benutzt einfach nur lecker, so sehr lecker, drei Ausrufezeichen, grandios, viel besser als die beiden zuvor, wunderbar und viel Säure. Aber finde ich auch. Aber Leute, ich finde, das ist auch so viel Salz irgendwie da drin ist. Sehr gut. Und so viel Boden irgendwie. Und deswegen schmeckt der mir, obwohl er wahrscheinlich wirklich trocken ist, finde ich den auch super. Aber das ist ja wieder mein Plädoyer, Erik, und da sind wir jetzt, was Axels Mantra ist ja dieses Lecker. Mein Mantra ist ja, vergiss Weißburgunder, vergiss Spätburgunder. Also Riesling ist einfach die Krönung. Ja, und da kommt man nichts. Du bist ja auch Riesling-Winzer. Ja, wir haben schon, ich habe zweimal den Riesling-Champion gewonnen. So. Und, aber wir haben 60% Burgunderanteil. Das Problem ist, ich bin auch absoluter Riesling-Freak. Die Leute sprechen vom Riesling und trinken den grauen Weißburgunder. Das ist halt so. Ja, das wollen wir verändern, weißt du? Das wollen wir verändern. Oder nicht? Michael, jetzt fang du nicht an, nachdem du hier. Ja, wir du, hast jetzt hier, alles, du hast jetzt hier 40 Folgen Grauburgunder schlecht geredet. Und jetzt hast du. Nee. Nein, ich finde alles hat seine Berechtigung, mein Gott. Genau. Und bestimmt, wenn vier Leute am Tisch sitzen und das probieren, wird es am Ende Leute geben, die sagen, ich mache den Weißburgunder am liebsten. Oder ganz viele werden den letzten Wein am liebsten mögen. Und das ist auch völlig legitim. Aber was du eben hast jetzt hier, und das hoffentlich können wir das auch so transportieren. Du hast eine andere Kraft, du hast eine andere Energie bei dem Wein. Er setzt sich anders hin, er setzt sich hin und geht erstmal nicht zur Seite. Er bleibt erstmal da und sagt, hier bin ich. Und das ohne so heute die Polter so laut zu sein, sondern wirklich in einer feinen, balancierten Art und Weise. Und deswegen ist es schon sehr, sehr cool. Aber wir wollen wir wollen das Geheimnis nicht lüften. Wir wollen nur über diesen Riesling sprechen und den Sauvignon Blanc gar nicht mehr trinken. Weil man verliebt sich doch. Das ist doch etwas. Der Sauvignon Blanc, ich weiß jetzt schon, wie er riecht und wie er schmeckt. Aber das ist doch wirklich so ein, du verliebst dich in diese Weine, du siehst ja auch die Reaktion, dass die ersten beiden Weine
quasi vergessen sind. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wenn du jetzt den Sauvignon Blanc trinkst, das kann ja keine Steigerung mehr sein. Aber werden wir gleich sehen. Ist er unheimlich teuer eigentlich? Wir sind ja in einer anderen Preisliga, wollte ich gerade sagen. Ja. Okay, das stimmt. Was kostet der? So viel wie die anderen drei Weine zusammen. Okay, jetzt was kostet der Sauvignon Blanc denn? Das müssen wir dazu wissen. Der kostet 12 Euro. Also kostet 32, also kostet 32 Euro jetzt. Der. Ja, 29 kostet. Ja, 29. Ja. Aber ist auch ein ganz besonderer Wein. Qualität, es gibt auch nur in einer ganz gewissen Menge. Erik, erzähl mal, was wir uns einfallen haben lassen. Wirklich, das ist echt eine Live-Überraschung jetzt für einen der beiden Podcasts. Protagonisten von den vier. Aber Vorsicht, nicht, dass Sie mich jetzt überraschen, weil ich fange sofort an zu heulen, wenn es irgendwas ist, was mich rührt. Nein. Das war Axel, das ist gut, alles klar. Dann trinken wir mal. Lass mal auspacken. Oh, Leute, ich sag. Lars fast 50? Ja. Das heißt so? Nein, das heißt jetzt so. Nein, der Wein heißt so. Das ist nicht dein Ernst. Doch. Aber wieso Lars? Wieso Lars? Wir haben zu deinem Geburtstag, du bist hier 50 geworden, oder 40, haben wir uns verdruckt wahrscheinlich. 2019, der Wein ist ja aus dem Jahrgang 2019. Ah, genau. Entscheidend. Genau. Und da haben wir, Michi und ich, haben uns überlegt, von meinem besten Wein, vom Pettental, vom Niersteiner Pettental, ja, eine 40er alte Anlage, habe ich immer durch einige Fässer auch im Holz ausbauen. Dann haben wir uns aus den besten Barrique-Fässern ein Fass für dich rausgesucht. Ein 300-Liter-Fass von einem Deutsche Küver, das ist eine Sippbelegung. Und haben dann in einer schweren Probe haben wir uns dieses Fass rausgesucht. Und von dem Wein gibt es auch nur 400 Flaschen. Und die sind schon 300 Liter, kann ich die anderen jetzt alle kaufen? Ja. Das ist ja brutal geil. Also muss ja. Das ist ja, sagen, aber Leute, das bin ich, also ich, das ist ja schon ein bisschen her, der 50. Geburtstag. Aber da bin ich jetzt wirklich, das ist ja irre. Oh, Lars, ich freue mich 50. So. Ich freue mich so. Wenn ich das meiner Frau erzähle. Michi, hast du das hier eingefädelt? Und alle Gäste haben jetzt. Alle Gäste haben Lars fast 50? Wow. Ja, alle Gäste haben das hier, genau. Alter. Also ich würde auch sagen, das ist für mich, es ist tatsächlich, jetzt mal ohne Spaß, es ist der beste Riesling, den ich je in diesen langen 50 Jahren getrunken habe. Es ist ja so. Lars passt 50. Ja. Wird sich das verkaufen im Handel? Nein. Ey, oder? Doch. Aber so wie das schmeckt? Kannst du nicht. Ich glaube, du musst nicht Lars heißen, um den Wein zu mögen. Aber normalerweise ist es Pettental Riesling. Genau, ja, und der ist auch sehr gut. Der ist auch gut, der Pettental Riesling, aber wir haben eben. Aber dieses besondere Fass ist natürlich nochmal was anderes. Oh. Ja, Erik hat mir Proben nach Hamburg geschickt, ich habe verkostet, wir haben telefoniert und dann haben wir uns darauf entschieden. Und dann hat, muss man sagen, unsere Partner, können wir zurück nochmal sagen, weil die auch mitgemacht haben und auch ins Risiko, die haben mir diese Flaschen erstmal gekauft. Siegfried Weinkeller hat dann gesagt, machen wir mit, kein Problem. Und ich war. Es gibt es bei Siegfried Weinkeller, gibt es das jetzt zu kaufen? Ja, in dem Paket natürlich. In dem Paket gab es, da sind jetzt schon mal Summe X an Flaschen weg, so viel ist es ja dann doch nicht. Und der Rest ist dann da. Also Axel, es tut mir auch leid, dass ich jetzt nicht, es hat nicht für mich jetzt nicht gepasst, wenn ich jetzt, mir wird was einfallen, Axel, irgendwann werde ich dran denken. Wenn Axel 50 wird. Nein, da wollen wir doch nicht so lange warten. Nein, alles aber gut. Ich habe drüber nachgedacht, ich wollte dir nicht wehtun, ja, überhaupt aber alles andere wäre irgendwie, hätte nicht gepasst. Und das war nur jetzt so, weil es auch aus dem Jahrgang 19, das hat so, ja, das fand ich, hat dann gepasst. Und das ist die Überraschung. Der Wein ist geil, das ist das Wichtigste, was draufsteht. Es soll aber so eine kleine Wertschätzung auch jetzt von Erik auch sein und von uns. Ich finde es total geil. Also das ich finde es auch, ich find's mega. Also es ist ja wirklich, also cool. Mir fehlen die Worte und ich bin ganz so, man kriegt so eine Gänsehaut und hat dabei noch diesen super Geschmack auf dem Mund. Das kommt ja auch noch hinzu. Also sag mal, ich glaube, es ist der Moment, wo wir auch sagen, vergiss Schloss Johannesberg. tatsächlich, Erik, der Falstaff hat 93 Punkte für den Pettental gegeben, was ja wirklich auch eine sehr hohe Bewertung ist. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das beste Fass nochmal besser ist als 93 Punkte, dann muss man sagen, ist für, sag jetzt mal, 94 Punkte eigentlich das schon wieder preiswert, muss man auch sagen. Weil da spielst du schon in einer Liga auch, wo du durchaus mal 40 und mehr Euro auch bezahlst. Und das ist freut mich. Ja, das ist mega, das ist ja auch dieses, dass du denkst so,
wenn du dir jetzt einen Wein für 9, 10, 11, 12 Euro kaufst und der schmeckt ganz okay, aber das Erlebnis jetzt, auch wenn du dann vielleicht 30 Euro, aber du hast so viel mehr Freude. Was haben wir jetzt so viel mehr Freude mit diesem Wein schon gehabt, als mit vielen anderen Weinen? Ja, riech mal den Wein, wie er jetzt riecht. Jetzt richtig aromatisch, richtig tief. Richtig reife Aprikot, Viersilber. Boah, ja. Sag mal, aber eine Frage aus der Community. Der hat ja jetzt einen Korken. Ist das, weil der so teuer ist, also weil der so hochwertig ist, hat der deswegen Korken oder aus einem anderen Grund? Ja, wir bei uns im Betrieb machen wir, sage ich mal, ab einer gewissen Preisliga machen wir auf Korken. Die großen Lagen, die großen Gewächse werden alle verkorkt, ja. Okay. Um einfach nochmal eine bessere Entwicklung zu bekommen, ja. Also, da, weil die noch irgendwie nachgären können? Nee, einfach damit sie auch sich entwickeln können. Und es gehört einfach dazu, einen Wein mit so einem Preisgefüge auch einen Kork drauf zu machen. Aber ist das Marketing oder ist das... Also ist das, weil die Leute sagen, der hat einen Drehverschluss, ich habe jetzt 30 Euro ausgegeben, es kommt ein Drehverschluss hier an, das geht nicht? Mittlerweile haben auch viele Betriebe auch einen Drehverschluss bei 30 Euro Wein, aber für uns eigentlich, ich will einfach einen Naturkorke haben und der kostet einen Euro, der Naturkorke wurde drauf, also es ist viel Geld ausgegeben. Aber der hat tatsächlich auch eine Funktion dann bei diesem Wein, oder? Ja, klar. Der macht den Wein, der lässt den Wein auch anders der Reife noch einmal, wie mit dem Schraubverschluss und bei uns ist so ein Wein. Ich habe auch von dem Larsfass, hebe ich mir übrigens auch noch 12 Flaschen auf. Ja. Die kommen bei mir. Die kommen bei mir in Raritätekeller. Ich habe jetzt unter meinen neuen Vinotheken einen Raritätekeller gebaut für 8000 Flaschen. Und da kriegt er einen Ehrenplatz. Also wenn du kommst, hat er einen Ehrenplatz. Also ich weiß nicht, ab wann das im Handel ist. Ich werde aber sofort das natürlich mehr oder weniger leer kaufen. Das kriegt aber, das ist ja irre. Wer kann das sagen? Larsfass. Ja, sicher. Wir haben ja jetzt schon. 100 sind ja schon weg, ne? Also das heißt, wir haben 300 und 100 sind jetzt schon locker weg bei den Leuten, die uns gerade hören. Ne? Genau, sofort aufhören zu trinken. Ich zahle das Doppelte. Korken wieder drauf, ich zahle das Doppelte, egal wie viel da noch drin ist. Wollen wir Schluss machen an der Stelle? Ja. Ich meine, du machst vielen, also es ist wirklich, ich freue mich so drüber. Es ist so, und das ist halt auch, das muss man auch sagen, Michael, bei all seinen grauen Seiten, da lässt er sich dann doch. Deshalb liebe ich ihn über alles, weil er dann so, Michael, wie können wir Michael mal überraschen? Erik, vielleicht auch mal für Michael irgendeines Tages. Ja, der ruft mich nochmal. Ihr überrascht mich jedes Mal. Wirklich, ich freue mich, dass es das Format gibt. Ich freue mich, dass wir so viele oder immer mehr auch erreichen. Finde ich richtig cool. Und von daher hat es einfach nur gepasst. Und wenn es gut angekommen ist, freue ich mich noch umso mehr auch, dass ihr mitgemacht habt und nicht jetzt runtergerissen und schon geguckt werdet. Das sollte schon jetzt der Effekt sein. Wir wollen ja niemanden auflaufen lassen. Also und vor allem, es ist ein wahnsinnig toller Wein einfach, Erik. Und ich muss schon sagen, da gilt dir der große Respekt, dass du das so hinbekommen hast. Du hast ja Bettental und Hipping, die Weine hast du noch gar nicht so lange. Und wie sich das entwickelt hat, wirklich in den Kürzen, was war der erste Jahrgang? 16, glaube ich, oder so. Wie sich das entwickelt hat, das ist eine tolle, für mich auch tatsächlich noch ein Geheimtipp, weil es gibt ja auch ein paar bekannte VDP-Winzer, die diesen Bettental machen. Ja, St. Anthony war schon bei uns, der Dirk Würz, Gunderloch, also da gibt es auch bekannte Vertreter. Aber ich finde auch jetzt, gerade mit diesem Jahrgang hast du wirklich den Schritt in die Champions League geschafft und dafür gebührt dir also großer Respekt und meinen hast du auf jeden Fall. Chapeau. Dankeschön. Super. Kann man sagen, 2020 ist der noch besser, wenn du sagst, das war so ein guter Jahrgang? 18, 19 und 20 sind alles drei Top-Jahrgänge. Top, also okay. Macht mir nichts verkehrt. Ich habe hier noch ein kleines Foto, guck mal, so sieht der Boden tatsächlich aus. Wir haben hier eine richtige... Wow. Seht ihr es ganz gut, oder? Und was macht der Boden mit dem Wein? Also kannst du das einmal ganz genau erklären? Das ist halt... Wir haben halt hier Nierstein, absolut 280 Jahre altes Gesteinsmineral, ja, Rotschiefer. Und hinter mir ist ja auch die Flasche vom Hipping abgebildet. Und für mich ist Nierstein, wenn man am Nierstein der Roten Hang oben draufsteht, eines der besten Lagen der Welt eigentlich. Der Blick mit dem Rotschieferboden und den direkten Zugang zum Rhein, ja, ist schon Wahnsinn. Und wir sind ja in Weinholzheim, wir sind ja mehr im Hügelland Rheinhessens, 8 Kilometer von Nierstein entfernt. Aber wir haben die ganze Rheinfront entlang diese Toplagen. Also nicht nur in Nierstein, sondern auch in Oppenheim, bis nach Gundersblumen runter, ganz verschieden. Wir haben 6, 7 verschiedene Bodenarten, auch mit Riesling bestockt. Und es macht einfach Spaß, ja. Aber was macht der Rotschiefer? Also Der Kollege Coutet meldet sich gerade. Die Frage muss doch beantwortet werden, aber danach will ich ganz dringend noch was. Okay. Ist mir gerade eingefallen. Ja. Also der Rotschiefer, der macht den Wein auch so ein bisschen karg, finde ich. Und das macht
und den Wein erhaltbar. Ein Wein vom Pettental oder vom Hipping, die brauchen einfach ein halbes Jahr, ein Jahr länger und sind erhaltbarer, ja. Aber weil die Wurzeln da also so in große Tiefen müssen, um sich das Wasser zu holen? Oder wie kommt das? Qualität kommt ja von Quälen und die Wurzeln quälen sich praktisch durch das Gestein hindurch. Okay. So ein Wein, der braucht immer auch. Deshalb hier 19er Jahrgang ist jetzt eigentlich gerade mal am Anfang, ja, sich zu entwickeln. Ja. Und weil wir vorhin das Thema hatten, haltbare Weine. So ein Wein ist haltbar ohne Ende, ja. Übrigens, Axel, ich habe noch ein, zwei Magnum-Flaschen. Habe ich Michi nicht gesagt. Sehr gut. Du Hund, du Sack. Ja, also das Michael, Thema, ja. Nee, ich wollte was sagen. Also zum einen muss man sagen, und das ist der Unterschied auch für alle, wenn der gleiche Wein jetzt im Korkverschluss wäre, dann wäre der dichter, dann wäre der noch viel verschlossener. Im Schraubverschluss. Der Korken lässt es einfach viel besser atmen schon, hat mehr Austausch mit außen und von daher ist der Wein heute schon viel zugänglicher, wie er wäre, wenn er einen Schraubverschluss hätte. Wirklich ein großer Unterschied, wenn man mal zwei Weine, gleiche Weine mit unterschiedlichen Verschlüssen probieren würde. Ich habe es schon öfter gemacht. Wirklich eklatant der Unterschied. Und was ich sagen wollte, Erik, erzähl die Geschichte. Ich hoffe, wir überziehen deswegen nicht. Aber du hast mir erzählt, wie du zu diesen Lagen überhaupt gekommen bist. Und ich liebe diese Geschichte, weil das ist auch so typisch. Also das ist so eine geile Geschichte. Weil also du dieser Rote Hang, der ist wirklich weltberühmt. Den kennt man, der Rote Hang da in Nierstein. Da kriegt man eigentlich ja kein Stück Land. Da kriegt man ja keine Rebflächen. Erzähl mal, weißt du noch, was ich meine? Ja, ja. Wir schenken, pass auf, und so, Erik, ganz kurz nur, wir schenken in der Zwischenzeit schon mal den Sauvignon Blanc ein, ne? Können wir machen, ja. Genau. Also, zu den Lagen nochmal, also Niersteiner Hipping habe ich ja von Weingut der Evangelischen Kirche gepachtet, ja. Eine super Anlage. Und dann mein Wunsch war eigentlich immer ein Pettental zu haben, ja. Aber mein Vater hat gesagt, ich hätte gerne mal ein Pettental, das nervt mich, dass wir kein Pettental haben. Und dann bin ich durch die Weinberge in Nierstein gefahren. Da habe ich einen alten Winzer getroffen. Ich sage, hören Sie mal hier, kennen Sie niemanden, der hier Pettental hat, ein paar Trauben und so? Dann sagt er, doch, ich kann mir das vorstellen. Ich mache eigentlich nur Fasswein, ja. Dann sagt er, wir könnten doch bei Ihnen hier, Sie haben doch super Anlage hier, eines der ältesten Anlagen hier in Nierstein. Ja, hat er gesagt, habe ich mit dem lang gesprochen und seitdem habe ich Pettental. Ja, also tatsächlich, du warst dort, der war halt zufällig auch dort und dann habt ihr geschnackt und dann hat er gesagt, der ist ganz sympathisch, der Erik Manns, dann darf der jetzt quasi ihm mit meinem Weinberg machen, was er will. Genau, und mittlerweile habe ich auch noch nicht nur Pettental, sondern auch Ölberg und Heiligenbaum habe ich auch. Also die Auswahl ist relativ groß, wir machen auch für verschiedene Fachhändler, auch die einzelnen Lagen, die nehmen dann exklusiv die Lage Ölberg oder Heiligenbaum. Das ist schon mal ganz gut. Was wir übrigens noch haben, ganz kurz, Axel, ja, ist ganz neu dieses Jahr ein Kabinett vom Pettental. Oh, das ist für Axel. Also ein nicht trockener, ein nicht durchgegorener. Nein, ein Restsüßen-Kabinett. Leute, denkt an die Ausgangssperre. Mein Raum ist schon erfüllt, leider von dem Sauvignon Blanc-Duft. Das ist schon irre, wie der Sauvignon Blanc. Ich finde, wenn man null Ahnung von Wein hat, ein Sauvignon Blanc erkennt man immer aus, oder? Nur wenn er gut ist. Auch wenn er schlecht ist, aber dann man riecht jetzt hier schon, dass es nicht, man weiß, glaube ich, jetzt schon vom Geruch her, das ist ein kräftiges Sauvignon Blanc. Ich glaube, vom Geschmack her ist er halt nicht so aufdringlich, oder? Michael guckt schon, aber wie kommt es, dass der Sauvignon Blanc immer so charakteristisch riecht? Weil er so aromatisch ist, die Rebsorte. Warum sagt keiner was? Weil das eine dumme Frage war? Du hast den Michael gefragt. Also ich wusste nicht, dass ich gefragt war. Aber Axel hatte, glaube ich, noch 17 Fragen dazu. Ich weiß gar nicht. Ja, die haben wir übersehen. Die müssen wir stellen, das ist ja wichtig. Ja, die Leute wollen ja interagieren mit uns. Das ist wichtig. Also wir haben Susanne. Und Susanne kennst du wahrscheinlich, ist ein großer Fan von dir. Und die möchte wissen, wann deine Vinothek fertig ist. Also liebe Susanne, wir bauen gerade die Fenster ein. Und der Heizungsmonteur ist auch schon dran und der Elektriker auch. Und bis Corona vorüber ist, wird auch die Vinothek fertig sein. Mitte 24, so eine gute Nachricht. Sind Glaskorken noch aktuell? Also das muss ich auch nochmal stellen, weil die Frage ist schon ganz lange da. Nee, gar nicht. Gar nicht. Okay, also ist vorbei. Wir hatten doch mal einen hier, der totaler Glaskorkenfreak war. Wer war das? Ja. Hier, der Würz. War das der Würz auf Glaskorken? Nee. Aber irgendwer hat total auf Heinrich Glaskorken. Heinrich oder sowas? Kann auch sein. Ja, Heinrich ist sehr gut. Heinrich hat viel Glaskorken auch, ja. Themen aber Leute, macht auch sehr viel Glaskorken. Querbach macht viel Glaskorken, glaube ich. Querbach im Rheingau. Aber ich nehme alles, ich sage so, ist schon auch
cool, dieser Sauvignon Blanc. Ist auch schon cool. Also natürlich, er kann natürlich mit Last Pass 50 nicht mithalten. Das, wer hätte das erwartet? Aber ist, ich finde das so toll, wenn der, er riecht aufdringlich, aber er ist nicht aufdringlich und er ist auch nicht, er ist vielschichtig, er ist jetzt nicht so eindimensional. Also die Geschichte zu dem Sauvignon Blanc ist auch eine schöne Geschichte, weil bis vor 6 Jahren hatte ich überhaupt noch keinen Sauvignon Blanc im Programm. Und mein Kunde hat gesagt, Manns, machen wir Sauvignon Blanc. Gut, da habe ich mit meinem Vater, sind wir während der Ende Richtung Südtirol gefahren und haben uns Sauvignon Blanc Traube angeguckt, die wir probiert haben, um den richtigen Klon zu pflanzen bei uns. Dann haben wir Sauvignon Blanc Trauben gepflanzt, 1 Hektar. Mittlerweile ist es auch schon ein bisschen mehr. Und beim Sauvignon Blanc ist immer schwierig, den richtigen Lesezeitpunkt zu erreichen, um diese Aromatik auch zu haben. Also lesen wir unsere Sauvignon Blanc Trauben auf 3 Etappen, bisschen unreifer, mittel und überreif und am Schluss das richtige Verhältnis zu bekommen. Wenn die Sauvignon Blanc Trauben endest, werden die vom Stielgerüst getrennt, dann werden die mit Trockeneis eingebettet, also Trockeneis ist ja gepresste Kohlensäure, minus 80 Grad, und dann bleiben die bei uns 1 Woche im eigenen Saft stehen. Würdest du eine Sauvignon Blanc Traube ernten, pressen und vergären, hätte die nicht diese Aromatik. Ja? Die muss wirklich stehen bleiben, um aus den Schalen die Aromatik herauszulaugen. Wenn du das Traubenmaterial dann presst, dann riechst du schon die schwarze Johannisbeere und die Cassis, wenn das von der Kälte runterläuft. Okay. Dann weißt du schon, aha, das wird schon mal ein super Sauvignon Blanc. Und 2020 ist ein Paradebeispiel für ein Sauvignon Blanc. Also euer Hamburger Claudi Bayland muss auch mal von einem deutschen Sauvignon Blanc wieder erreicht werden. Sind wir Claudi Bayland, was wir in diesem Podcast nie getrunken haben bisher, aber schon jedes Mal drüber gesprochen haben. Ja, sind wir Claudi Bayland, Michael? Hamburg schon. Ja, ja, schon ziemlich. Es ist auch besser geworden in den letzten Jahren, finde ich, Claudi Bay, ehrlich. Es gehört zum Louis Vuitton Moët Hennessy Konzern, ist ein Sauvignon Blanc aus Marlborough, aus Neuseeland. Man muss aber dazu sagen, es ist mittlerweile schon sehr, sehr teuer. Also der kostet so um die 25 Euro, 26, 27. Das ist schon sehr, sehr viel Geld, auch finde ich, für einen Edelstahlwein, wo es auch sehr, sehr große Mengen gibt. Aber es ist nach wie vor Kultwein. Man muss dem Wein auch dankbar sein, weil der hat überhaupt neuseeländische Weine hier in Europa auf die Karte gebracht. Er hat sehr, sehr viel getan dafür. Von daher ist es spannend, es ist anders, aber bin kein großer Fan von deutschen Sauvignon Blancs, ehrlicherweise, aber ich mag diesen Wein sehr gerne. Also ich finde den wirklich gut ausgewogen. Ich finde ihn heute sogar ein bisschen extremer in der Nase, also ein bisschen gar nicht so unkompliziert, sondern eher fast schon anstrengend, also sehr, sehr intensiv, vielleicht auch jetzt durch die Reihenfolge, aber ich habe gedacht, vielleicht sogar so ein bisschen Sauerkraut oder so, also ich habe sowas sehr, sehr intensiv kraftvoll. Es ist gar nicht so dieses primäre Oberfruchtige, das habe ich schon auch da, aber ich habe fast ein bisschen vegetabil, ein bisschen diese Gemüserichtung, dann kommt ein bisschen diese grüne Paprika. Grüne Paprika natürlich. Ja, aber dezent die Paprika. Mango und Grapefruit, sagt die Community, und Wacholder. Was sagt ihr zu diesen drei Geruchsnoten? Also ich glaube, das hatten wir alle in der Nase. Ach, Wacholder kann man eigentlich auch sagen. Ein kleiner Anteil. Ja, okay. Finde ich auch. Okay, aber Mango und Grapefruit eher nicht so, oder? Vom Geschmack her vielleicht mehr Grapefruit, aber Mango finde ich jetzt gar nicht. Genau. Okay. Beim Geschmack ist die Grapefruit so ein bisschen dieses Herbe, so ein bisschen dieses Astringierende, finde ich. Da würde ich auch Grapefruit dazu sagen. Das fühlt sich auch ein bisschen so an. Diese exotische Mango hätte ich jetzt auch nicht so. Grapefruit in der Nase ist es wenig. Aber nicht enttäuscht sein, also Leute zu Hause, wenn ihr Mango geschmeckt habt. Wenn man Mango schmeckt, dann ist es Mango. Und man kann auch einfach jetzt zu Lars Fass 50 wieder zurückkehren, glaube ich. Nein, was habt ihr noch an was der Sauvignon Blanc auch hat, eine saftige Säure. Der hat eine 7,4 Säure und hat nur 4,8 Gramm Restzucker. Und das ist auch diese Balance von der Säure und der Süße. Der ist eigentlich auch wieder erfrischend nach dem schweren Riesling, finde ich. Total. Also es ist ja auch so, dass ich finde, nach diesem Riesling überhaupt noch wahrgenommen zu werden, ist ja an sich schon mal eine große Leistung. Und der wird irgendwie, und es ist halt irgendwie kein so ein, wir haben auch mal ein paar Mal so billiges Sauvignon Blanc, also billig im Sinne von, die schmecken halt einfach nur so nach grüner Paprika. Und das ist ja ein bisschen wenig. Das ist bei denen natürlich gar nicht. Aber ich glaube, habe ich das Gefühl, dass dass wir den anders schmecken würden, wenn wir den Riesling nicht vorher gehabt hätten, oder? Also der ist wesentlich weniger salzig hier, kann man das sagen?
Aber ich finde, er hat eine unheimliche Länge. Auch die Sauvignon Blanc-Länge hat er, sage ich immer, weil er durch diese lange Traubenstandzeit von dem Kalksteinboden eine unheimliche Tiefe bekommen hat. Ja? Auch ganz reife schwarze Johannisbeere im Geschmack. Und den spürst du auch lang. Meistens hast du einen Sauvignon Blanc mit 7,4 Säure, der ist auch mal schnell weg. Aber durch diese lange Standzeit, der hat, wie man die Trauben geerntet hat, hat er eine Säure gehabt von 8,8. Und durch diese Traubenstandzeit ist die Säure heruntergegangen. Und dann durch die Vergärung, durch den Weinsteinauswurf, ist es nochmal runtergegangen auf 7,4. Wir haben hier einen Alkohol von 12,0. Ja. Wie viel hatte Lars fast 50 eigentlich Alkohol? Habe ich gar nicht geguckt. Der hat 13,5. Ich kann es nicht mehr abwarten. Erzähl weiter, ja, Michael. Wir haben gedacht, für den schmalen Lars können wir... Was heißt das? Habe ich den Gedanken gekriegt? Spürt das mal, ja. Leute zu Hause, hier oben die... Diese Säure, diese Frische, so eine Leichtigkeit, die zieht sich hier oben rauf, aber nicht aggressiv, aber das ist so eine Frische dabei, das ist eigentlich echt cool. Also das ist so nach Sommer. Bei mir hat es eben doch hier links wirklich sehr aggressiv hochgezogen. Hast du da ein Zahnproblem, Axel? Nee, hast du ein Zahnproblem? Aber ich hab's. Ich hab's er lacht mich so, aus. Nein, ohne Scheiß. Aber ich habe eben so das richtig so durchgezogen und dann hat es hier so wirklich so. Geprickelt auf der einen Seite. Mach nochmal, das fand ich gut. Das Geräusch. Ich freue mich so. Erik, wir machen immer, das ist heute fies, ne? Wir machen ja immer am Ende hin, dass jeder sagen muss, was sein Lieblingswein war. Aber ich kann gar nicht sagen, ich freue mich da heute drauf. Ich weiß gar nicht warum. Sind wir schon am Ende? Ist schon vorbei, oder? Ja, so ein bisschen. Wir kommen in den Rand der Ausgangssperre. Ich sag's mal, wie es ist. Und wenn du sagst, dass ganz viele Leute, aber Erik wollte was sagen. Du hast es mit Lars angefangen. Der Sauvignon Blanc ist auch ein super Wein, jetzt hier auf die Terrasse. Und auch sehr gut zum Spargel, finde ich den auch super, weil durch die frische Säure, wenn du jetzt eine schöne Hollandaise dazu hast, dann passt diese Säure richtig gut dazu, finde ich. Und zum Lars-Wein, nochmal zu den 13,5 Volumenprozent. Sellerie. Wir konnten ja keinen nehmen mit 11 Volumenprozent. Nee. Weil da musst du nochmal vorhin eine Diät machen. Das machen wir immer so ein bisschen noch im Körperbau. Wir müssen mal den Alkohol anpassen, weißt du, Lars? Ja, natürlich. Was heißt das jetzt? Nichts Gutes. Also 13,5 ist natürlich schon ein bisschen voluminöser, weißt du. Natürlich, aber das ist auch, man sieht ja auch mir nochmal den Kopf, aber untenrum. Oh Gott, unten. Oh Gott, wir müssen wirklich, ich rede schon wie Michael. Axel. Florian. Are there any questions? Florian. Yeah, Florian hat noch eine Frage. Und zwar, wie sieht man als Winzer dem Klimawandel entgegen? Ja, Klimawandel ist ein sehr gutes Thema. Also wir machen gegen den Klimawandel, versuchen natürlich alles zu tun. Im Frühjahr haben wir immer unsere Trauben schön freigestellt von allen Seiten. Heute müssen wir eher mehr beschatten und müssen auch mehr mit Grünschnitt arbeiten, um das Wasser zu halten. Wir machen sehr viel mit Stroh, um auch hier Wasserspeicher zu bekommen und legen auch nicht nur die Lagen am Südhang an. Mittlerweile habe ich auch so ein paar Nordhänge angelegt, um einfach auch Trauben zu bekommen, die man ein bisschen später erntet, mit weniger Alkohol. Da muss schon dementsprechende Gegenarbeiter. Okay, also was macht ihr mit Stroh? Also Stroh ist praktisch, wir bringen zwischen den Rebzeilen Stroh aus. Wenn es regnet, hält das Stroh die Feuchtigkeit. Okay. Wir haben jetzt Klimawandel, haben wir ja sehr trockene Jahre. Und wir haben jetzt zum Beispiel dieses Jahr, ist jetzt schon so trocken fast wie im Juli oder im August bei uns in Rheinhessen. Bist du dann quasi Grünwähler und Fridays for Future Fan dadurch? Also ich bin kein Grünwähler, ja. Weil da sage ich jetzt lieber nicht so viele zu. Alles gut. Es ist keine politische Sendung hier, ganz wichtig. Aber was man sagen kann, heute gerade vermeldet, dass uns wieder ein extrem dürres Jahr, ein Dürrejahr droht. Und 2018, Erik, du wirst es besser sagen, 2018, 2019, 2020 waren schon extrem trockene Jahre. Das ziehen die Böden ja mit. Und der April ist jetzt schon wieder einer der trockensten Monate überhaupt gewesen. Also die Niederschlagsmenge war selbst in Hamburg ungefähr um 30% geringer als an normalen Aprils. Und das will was heißen, aber normalerweise regnet es ja bei uns hier permanent durch. Aber Erik, bewässert ihr dann auch oder überlegt ihr zu bewässern? Bringt das was überhaupt? Also wir bewässern nur die Junganlagen, ja, die wir jetzt frisch gepflanzt haben. Okay. Und wir haben halt das Glück, sehr viel alte Reben zu haben, ja. Und da wir auf unserem Wasserhaushalt immer sehr viel wir machen immer so Winterkurzzeitbegrünung, das heißt, um viel Humusmasse reinzubekommen.
und haben eigentlich eine relativ gute Feuchtigkeit in unseren Reben. Ja? Also bewässern tun wir eigentlich nichts. Ja? Wir haben auch in Nierstein das Glück, mehr am Fuß zu sein. Die ganz steilen Parzellen, die müssen eigentlich mittlerweile bewässert werden, weil es so trocken ist, dass die Reben richtig nach Wasser schreien. Oder du hast alte Parzellen, die sehr tief wurzeln. Da ist auch wieder okay, muss ich sagen. Aber wie das mit den Jahren weitergeht, muss man abwarten. Wir haben noch zwei Fragen. Eine ist, ob es einen Richtwert gibt, wie weiß oder wie rot ein Blanc de Noir sein darf. Also kann man das sagen? Also wenn jetzt der Blanc de Noir, den wir heute getrunken haben, der war ja schon so ein bisschen roséfarben. Ja, leicht kupferfarben vielleicht. Ja, leicht kupferfarben. Also ist das dann irgendwo, wo man dann sagen muss, ja, es ist jetzt vielleicht doch ein Rosé oder vielleicht doch ein Rotwein oder sowas? Nee, also unser Rosé ist eigentlich noch im relativ hellen Bereich. Es gibt Rosé, Blanc Noirs, die wesentlich dunkler sind. Aber entscheidend wird bei der amtlichen Prüfnummer, die gucken sich die Farbe an. Da sind ja schon einige Blanc Noirs abgelehnt worden. Also. Und die wurden dann Rosés, oder? Die werden dann zum Rosé, genau. Ah, okay. Wenn dann alles etikettiert hast, hast du ein Problem. Und dann noch eine Frage, die ich persönlich auch total, total interessant fand. Wie lange bleiben die Weine trinkbar, wenn man sie im Kühlschrank lagert? Da gehen die Meinungen auseinander, ja. Also ich bin der Meinung, eine Woche ist überhaupt kein Problem, wenn kühl steht und gleich verschlossen sind, ja. Das sehe ich überhaupt kein Problem drin. Und gerade mit Schraubverschluss und machst du direkt dazu eine Woche. Axel. Aber so ein Lars, drei Wochen nicht. Auch mal eineinhalb Wochen überhaupt kein Problem. Aber ich hatte persönlich schon, aber ich glaube, das liegt daran, dass ich vielleicht nicht so viel Ahnung habe. Den Eindruck, ihr habt ihn nach drei Wochen aufgemacht, der hat wie am ersten Tag geschmeckt. Also liegt das dann an mir oder kann das sein? Ja, es liegt auch am Wein. Ja? Wenn du einen Wein relativ reduktiv bearbeitest, also mit wenig Sauerstoff, ja, und der in sich so stabil ist, dann hält er natürlich länger, als wenn du einen hast, der schon 100 Mal von A nach B gepumpt ist. Ja? Mhm. Bei uns ist ja so ein Betrieb, die Weine werden vorm Füllen einmal bewegt, ja, also ganz schonend. Ja. Ja. Manchmal sagen die Leute, ach Manns, du hast zu viel Kohlensäure in deine Weine, ja. Das ist nicht negativ, aber wir haben dann natürliche Gärungskohlensäure drin, weil wir so schonend arbeiten. Der Sauvignon Blanc ist gepresst, kommt in seinen Gärtank rein, dann ist er vom Gärtank in den Fülltank reinfiltriert. Also er ist einmal filtriert vom Füllen. Schonender geht es überhaupt nicht, um gar keine Aromatik zu verlieren. Okay. Das ist ganz wichtig. Und was kostet der letzte Wein jetzt hier? Leute, der, wir kommen, wir müssen. Der letzte Wein? Letzte Frage. Haben Sie ja schon gesagt. 14, was war das? Nee, 14 Euro, oder? F90. Jetzt, okay, pass auf, jetzt die Runde. Axel, frag mal alle Leute ab. Was war euer Lieblingswein? Wir fangen an. Erik, bei dir ist es schwierig. Wahrscheinlich Weine sind wie Kinder. Oder sagst du, Lars, fast 50 ist schon die Nummer 1? Unsere User in müssen wir fragen, unseren Schwarm. Ja, die fragen wir ja auch. Okay. Ja. Um die Zeit zu überbrücken, sagen wir jetzt, was sind unsere Lieblingsweine gewesen? Also bei mir ist es klar der Sauvignon Blanc. Für mich ist Pettenthal. du hast den Sauvignon Blanc. Ist der gleiche. Dieser Riesling. Danke nochmal. Michael, was für dich ist es eher der Weißburgunder? Nein. Für mich? Für Axel, hat mich jeder gefragt. Axel. Ja, Axel. Also, ohne Flachs. Wenn ich ganz frei wählen könnte, was ich nicht kann, aber wenn ich es könnte, dann würde ich sagen, der Riesling. Also hat mir wirklich am besten geschmeckt. Und das erstaunt mich total, weil ich normalerweise total auf süße Rieslinge stehe und der trocken ist, steht auch drauf. Aber ich finde es super, dass er so viel Salz irgendwie hat, was irgendwie die Säure dann wieder auffängt. Und das habe ich sehr mineralisch, sehr tief und das macht den Wein aus. Die ganze Mineralik, die der aus dem Rotschiefer aussaugt. Okay. Ist halt hier. Ja. Punkt. Ja. Und also das habe ich. Das heißt, die Community. Was sagt Michael? Also bevor die Community drankommt und ich bin mir sicher, dass es auch viele gibt, die nicht den Riesling als besten Wein fanden und das soll auch genauso sein und ist auch genau richtig. Man muss auch dazu sagen, dass ja von jeder anderen Flasche kannst du zwei oder drei Flaschen kaufen. Und wenn es nur primär darum geht, um Knülle zu werden, ist der Riesling vielleicht auch jetzt nicht die beste Entscheidung. Aber ich muss sagen, dass jeder für sich, und das ist, was ich am Anfang ja auch gesagt habe, wirklich sehr, sehr gut war. Wenn du jetzt 10 Blonde Noirs probierst aus Deutschland nebeneinander, glaube ich, dass es nicht einfach ist, einen zu finden, der besser ist als der von Erik für 8,99. Meine Meinung.
Ja. Beim Weißburgunder, der ein bisschen im Holz gelegen hat, der also nicht nur diese Primäraromatik hat, für 12 Euro Dito, Bettental habe ich schon gesagt, und auch beim Sauvignon Blanc, und ich probiere eben auch viel deutsche Sauvignon Blancs, finde ich das Preis-Leistungs-Verhältnis einfach richtig, richtig gut. Wir haben tatsächlich eine eigene Edition kurz vor Ostern gemacht für die Mitglieder und haben draufgeschrieben, Ostern 2021, Corona geht mir auf die, und haben 4 Ostereier drunter gemalt und haben 600 Flaschen verkauft in 2 Tagen, weil ich selber davon überzeugt war. Und viele haben schon nachgekauft. Das ist immer das Beste. Was ich sage, ist ja wurscht, aber wenn die Leute dann kaufen, mir schreiben und nochmal nachkaufen. Und das ist ja auch wichtig. Und deswegen auch heute sehr interessant, Axel, was die Leute sagen. Was sagen die Leute, Axel? Was sagen die Leute? Oder Antonia wertet das aus gerade? Oder ja, macht sie Strichlisten? Antonia oder? Wertet das also gerade. Macht eh alle mit, bitte. Macht das bitte alle mit, ja, dass wir wissen, also hier, so wo die... Ich sehe hier aus dem Augenwinkel schon sehr, sehr viele Striche. Und es ist, cool, das sagst du gleich. Und es ist nicht eindeutig. Es ist nicht eindeutig, wow. Nee. Das ist ja das Tollste. Ja. Es sind ja auch 4 gute Weine, glaube ich. Und das Fiese ist ja immer, dass man dann, wenn man neugierig ist auf den neuen Wein... Oh, es geht schon los. Antonia kommt. Antonia, so schnell schon. Und das, meine Damen und Herren, hier kommt das Ergebnis der Jury. Antonia, ja. sag mal. Die Meinungen gehen auseinander. Wir haben zwischen dem Sauvignon Blanc und dem Riesling wirklich so ein Battle. Das ist sehr Kopf an Kopf. Aber auch der Blanc de Noir kam sehr gut an. Also es ist wirklich... In Zahlen? Haben wir da Zahlen? Haben ungefähr so prozentual wie viel... Aber auch der Sauvignon Blanc wollen Sie nicht missen in der Runde. Aber auch der Blanc de Noir kam wirklich sehr, sehr gut an. Also Kopf an Kopf rennen hier. Also gibt es... Wow. Also der Riesling liegt ein kleinen Ticken weiter vorne, dicht gefolgt vom Sauvignon Blanc mit einem Punkt weniger nach der jetzigen Prognose und kurz dahinter der Blanc de Noir. Wunderbar. Das war die erste Hochrechnung. Und Markus Söder hat gerade erklärt, dass er den nicht abgestimmt hat, der kann noch was sagen. Ne? Und der Weißburgunder hat sich gerade zurückgezogen ohne Groll. Der Weißburgunder wird ohne Groll den Riesling und den Sauvignon Blanc unterstützen. Erik, wir müssen an dieser Stelle großen Dank sagen, dass du praktisch aus der Champions League mal hier in die Oberliga der Wein-Podcast. Scheißliga. Komm, gern zu euch. Das hat großen Spaß gemacht. Wir sagen Danke bei allen Freunden, die da draußen waren. Wird es einen neuen Live-Wein-Podcast geben? Michael, was glaubst du? Ja, unbedingt. Also ich hoffe natürlich, dass ihr alle wieder dabei seid. Wir sind in sehr, sehr guten Gesprächen schon mit der Familie Riedl. Das Thema, also eigentlich sind wir so gut wie Gläser. Verschluss. Wirklich, dass wir 3 Weine machen mit 3 verschiedenen Gläsern und wir schütten hin und her gemeinsam, um einfach, weil das wird so oft gefragt, diese Glasfrage. Und ich glaube, das musst du mal selber erleben, dass du dann verstehst, was das für einen Unterschied macht, weil man denkt immer, das sind alles irgendwelche so Fachhanseln, die davon reden und sagen, ja, das Glas, jeder will sein Glas verkaufen. Und wenn wir da den Chef selber, Maximilian Riedl, dazu kriegen, mehr geht dann, glaube ich, schon auch nicht mehr in dem Bereich. Von daher, da sind wir kurz davor, dass wir das fixen können und auch einen Termin machen und dann alle einladen. Mit Eva Fricke wollen wir das auf jeden Fall machen. Da ist leider was dazwischen gekommen. Werden wir auf jeden Fall noch machen. Und es gibt viele, viele Dinge, die wir noch mit euch zusammen machen wollen. Auch bin ich dabei, das zu organisieren, dass man mal so einen richtig, wirklich großen Wein, also einen Wein für 120, 150, 180 Euro, aber dann in so kleinen Flakons, dass wir das hinkriegen, dass ihr das auch mal probieren könnt. Einfach, dass man das einmal probiert, um dann zu wissen, würde ich das echt machen wollen, so viel Geld mal bezahlen? Egal, aber man kann es dann einmal, kann man mitreden und sagen, cool, habe ich doch schon gehabt. Also da sind wir eben dabei. Ja. Sehr gut. Und Leute, für alle die jetzt das zum ersten Mal oder was noch mehr sehen wollen, Markus Schneider war in diesem Wein-Podcast zu Gast. Auch das ist eine schöne Folge. Demnächst Julia Wendt, der berühmte Pianist, in diesem Wein-Podcast zu Gast. Also es geht weiter. Erik, aber jetzt erstmal dir herzlichen Dank, herzlichen Glückwünsche, hätte ich mal gesagt. Nochmal vielen Dank für diese kleine Überraschung für Axel. für mich. Und vielen Dank an die lieben Freundinnen und Freunde zu Hause. Bis zur nächsten Runde. Ja, Axel, wir, oder? Ja, wir haben super Rückmeldung. Es war grandios, wurde uns zugetragen. Wow. Total, ey. Total lieb. Total lieb. Schon toll. Danke. Und Lars, best of, also ne, dein Wein
hat gefallen und Riesling ist der Sieger. Also, ja. Worte. Ja. Leute, also, machen wir noch ein Foto, Axel? Ja, und aufs Leben. Und ich würde nochmal sagen, also Michi, Hammer und Erik, also das, was ihr da aufgehört habt, Erik, also, ist der Wahnsinn. Lars, der Glas ist leer. Ich weiß, aber ich kaufe nur noch Mannsbeine. Also, ich muss ja auch noch nachschauen. So. Warte mal, Moment, damit mein Glas voll ist. Ich habe nichts ausgesprochen. Nichts. An alle Lieben, denkt an die Ausgangsbeschränkung, ja. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, ja, Erik. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Aufs Leben. Danke. Aufs Leben. Super. Man muss immer winken zum Ende. Ja. Tschüss. Tschüss. Wenn ihr uns seht bei YouTube, dann könnt ihr hier alle Folgen angucken und dort geht's zum Artikel zu der heutigen Folge. Klickt rein.